Peach, meine süßen Mäuse. Bevor wir in unser Abenteuer starten, eine kleine Warnung. Marco Kuhn und Stefan Samer machen bei allem, was sie sagen, nur Spaß. Wenn ihr euch also von üblen Sachen schnell triggern lasst, beendet jetzt lieber diesen Podcast. Die beiden Lausbuben wollen ja immerhin keine Gefühle verletzen. Und nun viel Spaß mit 90 Minuten Sonnenschein. Sayonara, Ozamashimasta. For Defense, the Average Podcast. With Stefan and Marco. Really average. With Stefan and Marco. Really average. Und damit Privet an all unsere russischen ZuhörerInnen. Hier ist der komplett nicht von Russland übernommene Podcast For Defense, der durchschnittliche Podcast. Grüß dich, Genosse Marco. Moin. Auch mit dem typischen russischen Moin. Begrüße euch, Genosse. Mit dem typischen Moin. Moin. Ja, Russland, Mensch. Oder? Geiles Land. Deine Top 3 Dinge, die du an Russland am geilsten findest. Sozialismus. Ja. Wladimir Putin. Nur für 2. Und Matruschkas. Echt? Matruschkas sind noch vor Wladimir Putin? Hä? Nee. Achso, ich dachte, du bist von 3 hoch auf 1. Nee. Von 1 auf 3. Ich finde ja auf Platz 3 ist für mich die Balalaika, weil es ein geschmackvolles Instrument ist. Ich finde, in der aktuellen Musik wird viel zu wenig Balalaika gespielt. Ich weiß nicht, ob das ein russisches Instrument ist. Ich glaube schon. Klingt so. Okay. Also in Metro spielen sie Balalaika in den Spielen. Also gehe ich mal davon aus. Ja, und das ist ja ein Geschichts, das ist ja quasi 1:1. Also später. Wie die sich. Wie heißt das nochmal? Metro 1945? Ja, Metro 2033 oder so. Und Metro. Okay, na dann klar. Ja. Dann macht's ja. Sinn. Basierend auf einer wahren Begebenheit. Ja. Vielleicht. Ja. Wir werden sehen. Ja. Auf Platz 2 finde ich Pidimini. Pidimini. Die hat damals Pelimeni. Ach, Pelimeni. Pelimeni? Okay. Ja. Pelimeni? Heißen die Pelimeni? Pelimeni. Ja. Pelimeni. Ja, Pelimeni. Pelimeni, okay. Ja. Wird das auch so ausgesprochen? Ja. Okay. Weil ich da immer die Erinnerung dran habe, wie in der Schule einer unserer russischen Mitschüler, die mal im Hauswirtschaftsunterricht gekocht hat, und der hatte schon mit 14 so die typische Russenröte im Gesicht. Und wenn der dann so verschwitzt über so einem Topf, Pelmeni? Pelmeni. Ja, stand. Oh. Ich muss das L, das muss ich dazwischen kriegen. Ja, Pelmeni. Wie Pellkartoffeln, nur anstatt Kartoffeln, Meni. Stimmt. Ja, auf Platz 1 ist unser großer Führer und Erlöser Wladimir Putin. Weil ich glaube, jetzt so zum 80. Geburtstag von Stalingrad. Stalingrad ist 80 geworden. Ja, haben sie auch wieder, ich glaube, der Ort hieß auch jetzt anders, und zur Gedenkfeier hat ihn Wladimir Putin, glaube ich, wieder in Stalingrad umbenannt. Du meinst St. Petersburg. Ist das St. Petersburg? Das war erst Leningrad, dann war Stalingrad. Also es war erst St. Petersburg. Irgendwas haben die in den Nachrichten. Dann war es Stalingrad und dann ist es wieder St. Petersburg. Ich hatte gerade einen Witz zu. Okay. Wir waren Stalin. Du hattest einen Witz, aber erst Stalingrad? Ja. ich habe in den Nachrichten irgendwas.
Stalingrad. Wolgorod. Wolgorod ist das. Okay. Wolgorod. Ey, aber ich finde das gut, dass du das mit. Aber irgendwas da, das wurde, glaube ich, für die Feierlichkeiten wieder Stalingrad, die Schilder ausgewechselt. In den Nachrichten klang es so, als wenn es Putin wieder aktiv zu Stalingrad umbenannt hat. Und bei seiner Ansprache zum Gedenken hat er gesagt, so ja, es ist traurig, dass 80 Jahre nach Stalingrad Russland jetzt wieder von deutschen Leopardpanzern bedroht wird. Ja. Ja, Russland wird durch Deutschland bedroht. Oh Mann, diese kriegerische Nation mit unserem Oberhäuptling Olaf Scholz. Olaf Scholz, ja. Wie er sich immer mit Schweineblut einreibt und dann mit einem Speer wütend vor den Grenzen tanzt. Wie geht's dir? Mir geht's gut und dir? Ja, mir geht's super. Ich bin immer noch ein bisschen müde. Von letzte Woche noch. Warum denn? Ja, war noch lange Woche. Weil ich wenig schlafe. Also, was heißt wenig, aber weniger als ich eigentlich, glaube ich, müsste. Okay, wie viele Stunden schläfst du in der Nacht? Werktags? Kommt drauf an, so aktiv 7 Stunden. Okay. Das ist aber eigentlich zu wenig für meinen Geschmack. Also ich fühle mich, wenn ich morgens aufwache. Aber es kommt drauf an, wenn ich nicht arbeiten muss, wie wache ich morgens auf und denke, what a beautiful morning. Aber in der Arbeitswoche ist halt immer ein bisschen schwerer, hochzukommen. Ja. Vielleicht liegt es an den Job. Nö. Wäre erstmal. Meine Namen, du wärst jetzt Wasserrutschentester im Heidepark Soltau. Kinderwasserrutschentester. Ja, ja, klar. Bei deiner Größe. Wir brauchen noch jemanden, der unsere Wasserrutschen testet. Oh, hast du das mal gehört? In irgendeiner Wasserrutsche in Amerika? Da wurde ein Kind enthauptet bei der Wasserrutsche. War das Sinn der Wasserrutsche? Nee. Aber die haben nicht damit gerechnet, dass die Kinder so fett sind und so viel Fahrtwind kriegen, dass sie. Und deswegen wurde der enthauptet. Sollten wir diese leicht scharfkantige Stange ein bisschen höher machen? Es sind sehr fette Kinder hier unterwegs. Und die nehmen ungefähr, die Geschwindigkeit von einem kleinen Laster, der mit losgelöster Handbremse den Berg runterrollt, an. Nee, lass laufen. Wenn was passiert, können wir ja immer noch was machen. Ja, aber enthauptet, stell dir mal vor, so du stehst. Stehst unten so als glücklicher Vater das erste Mal mit deinem Sohn im Wasserpark und wartest so voller Hoffnung und Freude so unten am Ende und auf einmal kommt halt nur, er kommt erst mit beiden in offenen Armen und kommt nur der Torso an, der Kopf ja. Und dann der Kopf. Ja. Oh. Ey, das sind's, aber das sind so Erinnerungen, die kann dir nur die Vaterschaft schenken. So. Die kannst du auch mit Geld nicht bezahlen. Nee, kannst du auch nicht. Nee. Der Wasserpark konnte wahrscheinlich sehr viel Geld bezahlen. Ja. Meine kurze Frage. Warte mal kurz. Wie viel Geld müsste dir der Wasserpark zahlen, damit dieser emotionale Verlust für dich wieder erträglich wird? 100 Millionen. Dann denkst du, scheiß drauf. Denkst du nicht. Ich find aber, ja, mal ganz ehrlich, so, das kommt auch immer drauf an. Also wenn Eltern um ihre Neugeborenen, die so 3 Monate nach der Geburt gestorben sind, ne, rumheulen, dann denke ich mir so, Leute, weniger heulen, sofort. Du hast das Wichtigste vergessen. Was denn? Der Hormonschub und der High, wenn du ein Kind kriegst. Ja, aber deswegen sage ich ja, ein bisschen Fibres in die Fresse und dann, weißt du, ihr seid jetzt. Da gehen doch die Hormone nicht weg. Ja, ist doch. Du hast deine Tage ein bisschen Fibres ins Gesicht. Was soll das für ein Scheiß? Das sind doch so eine Lockstoffe, die da der Körper losschießt, damit du das Kind. Genau. Ja, du, weswegen prügelst du denn das Kind nicht tot, Alter?
Ja, wegen den Hormonen. Ja, ja, Hormone. Der Mann hat auch Hormone. Oder jetzt haben Männer auch Hormone oder was? Deine Hormonfreunde aus Berlin oder was, die immer zum Christopher Street Day gehen. Hormonehe und so ein Scheiß, kommt mir auf. Elmshorn. Also du meinst, wenn ein Kind stirbt, ist nicht so schlimm, weil du kennst es ja noch nicht so lange. Nein, ich denke, was ich eigentlich sagen wollte war, hört auf rumzuheulen, setzt ein neues an. So, weißt du, das ist, ihr verschwendet Zeit. Ihr könntet in 9 Monaten schon wieder, weißt du, das Kind hatte ja noch nicht mal. Das Kind ist ja auch nicht. Was? Genau. Auch alle Trans-Menschen, die sich jetzt aufregen über J.K. Rowling, seid einfach nicht mehr trans. Yes. Problem gelöst. Naja, gut, das Kind, das ist ja was ganz anderes. Das ist ja, du vergleichst ja hier jetzt gerade Apfelsinen mit Grapefruits. Mandarinen mit Orangen. aber ich meine, das Kind hat ja jetzt noch nichts eingebracht der Familie. Was hat's getan, außer da zu liegen und zu sterben? Ne? Ey, das haben die meisten Kinder nicht. Ja, aber man hat ja dann doch schon so. Stell dir vor, du bist der Vater von Menderes. Ey, Menderes ist ein cooler Typ. Ja, aber was hat der dir eingebracht, außer dass er immer der nette Sohn von einem gefickt wird? Ja, von irgendwas muss man die Miete bezahlen. Ja, aber vielleicht sitzt der Papa von Menderes ja auch vom Fernsehen und denkt sich, das ist mein Junge! Das ist Jochen! Herbert, komm mal ran! Das ist mein Junge! Ja, wir kennen deinen Jungen. Ja. Nee, aber ich bin der Meinung, wir sollten einfach mal ein bisschen weniger rumholen und einfach, weißt du, gerade wir Deutschen sollten weniger rumholen und mehr Kinder kriegen. Ja. Nicht so schlaue Kinder, damit auch das Handwerk was davon hat, aber Kinder. Ja, so, wo wolltest du hin? Ich wollte fragen, ob du schon Bekanntschaft gemacht hast mit der militanten Veganerin. Die militante Veganerin? Ja. Sagt mir, ich habe diese Woche mit sehr vielen militanten Menschen Kontakt gehabt, aber mit keiner militanten Veganerin. Das ist, warte mal, ich muss mal kurz gucken, wie die wirklich heißt. Wollen ja niemanden hier, ne? Militante Veganerin, die heißt Rafaela Alter, heißt die. Hast du gerade bei Google militante Veganerin eingegeben und sofort das gefunden, was du wolltest? Ja, natürlich. Krass. Die nennt sich so. Ach so, die nennt sich so. Ja, die nennt sich militant. Rafaela Raab heißt sie, genau. Nicht verwandt und verschwägert mit Stefan Raab. Nee. Okay. Die hat. Was sollte denn diese Augen. Was sollten die denn gerade deine Monobraue, Alter? Hä? Was? Als wenn das nicht eine legitime Frage gewesen wäre, ob die in irgendeinem. Das war ein krasser Joke, Stefan. Sorry, dass Frage, ich dir nicht appreciate. Eine Frage, die du mit. Wie kommt man denn darauf, dass sie mit Stefan Raab verwandt sein könnte? Wenn sie Raab mit Nachnamen. Ist ja nur auch nicht so ein häufiger Name in Deutschland. Nee. So. Und was, wodurch ist die in die ins Auge der Öffentlichkeit gekommen? Na, die fragt so Leute, ob es okay ist, die Kinder zu ficken, wenn es okay ist, eine Kuh zu essen. What? Ja, na so vom Ton her. Ja. Also sie beruft sich sehr stark auf den Speziesismus. Okay. Das bedeutet, alle Lebewesen haben gleich viel Wert. Nee, stimmt nicht. Nee, es stimmt nicht. Nee. Veganer halt. Ja. Ja, und die argumentiert auch sehr viel damit. Oder den Holocaust der Kühe benutzt sie auch oft. Oh, Alter. Dass Milchkühe vergewaltigt werden. So einen hatte ich heute auch in den Comments. Ja. Wenn man Milch trinkt, dann sollte man auch damit klargehen, dass die Freundin vergewaltigt wird und solche Sachen. Aber da schrieb einer. Weil die Kühe werden ja auch vergewaltigt und geschwängert. Ja, weil da schrieb einer, dass er seit 7 Jahren so ziemlich vegetarisch lebt, nur noch teilweise tierische Produkte nimmt. Und dann schrieb auch einer nur drunter so, ja, und? Willst du jetzt eine Medaille dafür? Die Frage ist doch eher, warum hast du 7 Jahre nichts geändert? Warum hast du 7 Jahre nur Ausreden gehabt? Und ich denke mir so, Alter, weißt du, es ist,
Es ist so, also, aber die macht es ernsthaft. Also, das sind ernst von. Ja, ja, die meint es ernst, ja. Ach, das ist doch zum Kotzen, oder? Also, es ist doch, ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt, dass Lidl jetzt ihr Fleischsortiment halt verringern will? Nee, hab ich ja, nicht bekommen. Lidl möchte jetzt mehr, also weg vom, also weniger Fleisch anbieten. Und da sind jetzt die kompletten Karnivoren der deutschen Gesellschaft, haben erstmal ihre Hassmails geteilt in Social Media, die sie der Lidl, Chefetage geschickt haben, dass sie halt einen Käufer weniger haben und dass sie sich nicht zwangs erziehen lassen, was die Ernährung angeht. Okay. Ja. Also regen sich die Leute drüber auf. War ja klar. Ja, er hat so postete dazu nur, dass er heute mit seinem 4-jährigen Sohn im Lidl war und 60 hartgekochte Eier für einen Kindergeburtstag kaufen wollte und sofort von 2 Lidl-Mitarbeitern mit veganem Hack gewaterboardet wurde. Ein Kunde weniger. Und Alter, was regen die Leute sich denn auf? Ich meine, es ist doch nur, es ist ja nicht so, dass es gar kein Fleisch mehr gibt, aber ich meine, worüber streiten wir? Der Kuh ist maximal langweilig, dass sie da steht. Also, und die denkt sich so, okay, Bruder, was, okay, du, okay. Und ja, und dann zitzt da eine, die sieht, also ich finde nicht, dass es nach Vergewaltigung aussieht. Weder drücken 3 Südländer die Kuh auf den Boden. Nee, das geht da drum, weil die ja zwangsgeschwängert wird. Ja. 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 Krass. Aber das ist interessant, dass du diese Begriff, weil diese Begrifflichkeiten hat der Typ heute in den Kommentaren zu dem 7 Jahre Vegetarier genauso, die gleichen Schlag-Basswörter so. Na klar, ich spreche ja keine Themen an, mit denen ich mich nie auseinandergesetzt habe. Ja, aber es ist, aber ja. Das ist interessant. Das ist interessant, dass die halt, dass so dieses, diese Hardliner so alle den gleichen Sprech benutzen, in jeglicher Hinsicht. Also ob es jetzt in der Trans-Community ist oder in der veganen Community oder in halt der Faschistoiden wie bei der AfD, die haben alle immer so ein Vokabular. Wie würdest du das denn nennen? Was? Wenn eine Kuh geschwängert wird. Besamen. Nee. Besamen, okay. Besamen. Die wird besamt. Okay. Und die werden auch nicht vergewaltigt. Die kriegen ja halt hier diese, wie nennt sich das, Duftstoffe, die ein Bulle oder so, die kriegen die ja vor die Nase, zumindest ist es bei Schweinen so. Naja, klar. Bei der Besamung. Dass die heiß werden. Dann ist es ja cool. Nee, aber dass die heiß werden. Alter, das ist ein Schwein. Oder das ist eine Kuh. Ja, wir reden hier nicht von Menschen, Alter, die in der Buchte gehalten werden. Nee, natürlich. Ich weiß es doch. Ich meine nur, die kommen ja mit der Argumentation. Also, wenn du eine Frau Drogen gibst, dass sie willig wird, das ist auch cool. Nee, das ist es nicht. Nur. Weil wir halt eine. Weil, wenn du ein Schwein vor den Spiegel stellst, dann weiß das Schwein nicht, dass es da im Spiegel ist. So. Die haben keine. Das weiß ich. Doch, glaube ich. Ich schon. Glaube, Affen sind, glaube ich, die einzigen, die eine Selbstwahrnehmung. Ich glaube, Schweine 100 braucht, wenn Hunde das schaffen. Und Schweine sind ja schlauer als Hunde. Aber haben Hunde eine Selbstwahrnehmung vorm Spiegel? Ich gehe davon aus. Ja, kein Plan, ist ja auch keine Rolle. Nee, auf jeden Fall, die ist halt, wenn man sich so im Internet rumtreibt, ist sie schon stark bekannt. Ja, okay. Ja. Ja, und jetzt ist. Ja, nee, nee. Mach erstmal du deins. Sonst rappe ich das jetzt so schnell ab. Nee, alles gut, mach jetzt mal. Und da wurden gerade komische Äußerungen von ihr geleakt. Zum Beispiel, da wollte da in so einem veganen Discord hat jemand so geschrieben, ich habe gerade ein Rabenbaby gerettet, weil Veganer sagen ja, jedes Lebewesen ist gleich viel wert. Und sie hat gesagt, ja, das hättest du nicht retten sollen, hättest du da einfach sterben lassen sollen, das ist ja nur unterlassene Hilfeleistung und karnivore Tiere retten wir nicht. Die kann man auch sterben lassen. Also,
will diesen Communities wirklich nicht vorwerfen, dass vielleicht ein gewisser Teil ihrer Mitglieder eine geistige Störung haben. Aber wenn ich diese Woche eins verstanden habe, dass diese Militanten, dass die definitiv, die haben Dinge am Laufen, für die gibt's, denen geht es nicht um die Sache, denen geht es nur darum, jeden anzufeinden, der nicht zu 100% ihrer Linie entspricht. Und dann sind wir, ja. Und wo sind wir dann wieder? Dann sind wir halt wieder in faschistoiden Verhältnissen. Ja. Und das Lustige, ja, erzähl weiter. Da haben wir ja letzte Woche schon drüber geredet, weil ich wollte das Thema halt diese Woche nochmal aufgreifen und hatte mir dann nochmal den Teil, wo wir letzte Woche über die Trans-Community geredet haben, angehört, damit wir uns nicht so krass doppeln in dem, was ich sage, weil ich kann das auch immer nicht, wenn man redet und redet. Aber wie gesagt, das wollte ich halt nochmal ansprechen. Aber red du erstmal weiter, weil ich wollte jetzt sonst nicht, dass wir vom Höckskin aufs Stöckskin kommen. Ja, das ist ja wurscht. Nee, jetzt habe ich auch einen Faden verloren. Ja, gut, wir hatten wie gesagt, so diese Hardliner-Meinung. Und du warst ja gerade bei ihren schwierigen Aussagen, dass sie keinen Karnivoren. Ja, ne? Ich weiß, wo ich war, aber ich habe den Faden verloren trotzdem. Okay, wie empfindest, also tendenziell würdest du ja schon sagen, dass du Leute erstmal, wenn niemand zu Schaden kommt und niemand irgendwie angegriffen wird, würdest du ja sagen, dass du den unterstützt, oder? Also, dass wenn jemand sagt, ich möchte vegan leben, dann sagst du ja klar, go for it. So, der. Ja, klar. Ja. Also, wer da was anderes sagt, der ist nur. Ja, genau. Und wenn jemand zu dir sagt, so, ey, ich fühle mich einfach nicht in die Geschlechterordnung, in die ich eingeordnet wurde, da fühle ich mich nicht wohl. Ich will mich verändern. Und dann sagst du ja auch, ja klar, mach. Nee, da sag ich, red mal kurz mit dem Priester. Was, mit dem Booster? Priester. Ach so. Ja, warte kurz. Und dann schließt du so die Zimmertür und dann hört man so den Schlüssel ins Schloss schlagen. Und dann ist da die katholische Kirche. Ja, kommen Sie schnell. Ja, Lino. Ja, genau. Sie wissen schon, wo. Ich hab wieder einen. Ja. Da hörst du schon so schwere Ketten im Treppenhaus. Ist der hinter dieser Tür? Ja. Ja, aber wo geht die Reise hin, Stefan? Du würdest ja solche Sachen tendenziell unterstützen. Ja, klar. Was dich ja per se eigentlich zu keinem, weder zu einem Veganfeind noch zu einem transphoben Menschen macht. Punkt. Ja. So, aber diese Hardliner, die auch gerade auf Social Media halt, also bei Veganern und Transmenschen ist es eigentlich so, alle, die sich laut äußern im Internet, sind eigentlich auch zu einem beachtlichen Teil welche, die halt dich bei jeder kleinen Verfehlung sofort zum Transfeind, dass du kein richtiger, also dass du ernährungstechnisch halt einfach ein Urzeitmensch bist, die dich sofort verpönen. Und da frage ich mich, findest du nicht, dass die damit der ganzen Sache eher einen Bärendienst erweisen? Weiß ich, ich habe damit halt null Berührungspunkte, ich kann dazu gar nichts sagen. Deswegen kann ich da, ist schwer zu beurteilen. Also diese Woche ging es ja, letzte Woche habe ich noch drüber geredet. Gronkh ist diese Woche 2 Tage komplett weg gewesen, weil er in einem Stream, hat er eine Liste von einem Typen bekommen und das war eine Pro-Liste für J.K. Rowling. Mehrere Punkte. Ja. Und da hat, das hat Gronkh so erzählt im Stream und hat dann einfach gesagt so,
Darf mir J.K. Rowling egal sein? Ist das ein, ja, das, das ist, genau, ist das ein Problem, wenn mir diese Person einfach egal ist? Und daraus ist ein Shitstorm apokalyptischen Ausmaße geworden. Du meinst, weil jemand geschrieben hat, dass er sich jetzt umbringt? Nee, das war, glaube ich, nee. Die Leute sind wirklich, also erstmal haben es viele Influencer natürlich aufgegriffen, die dann gesagt haben, so, ja, Gronkh, das ist nicht in Ordnung und du kannst dich da auch nicht einfach mit einer Spende der Einnahmen der Streams und so weiter aus der Affäre ziehen und so. Die selber wie dann natürlich Leute wieder herausholten, selber alle Dreck am Stecken hatten, die schon an Aktionen teilgenommen. Ach ja, da haben auch Leute geschrieben, wie viel Geld muss ich nach Afrika spenden, um das N-Wort sagen zu dürfen. Ja. Ja. Und 30.000 reichen mir das. Und ich habe den höchst gelikten Tweet jetzt bei mir mit über 100 Likes, weil ich nur ja, wow. Ja, ey, man fängt klein an, sag ich dir. Man fängt klein an. Ja. Auf jeden Fall habe ich halt nur geschrieben, so dass ich genervt bin von dieser ganzen. Also, dass Gronkh halt einfach sich nicht mehr zu dem Thema um J.K. Rowling äußern möchte und dass halt Teile der Trans-Community ihm daraus halt einen Strick drehen und ihn anfeinden. Und dass es halt dieses Friss oder Stirb mit uns oder gegen uns, dass das halt nie zielführend ist. So, nie. Also, es gibt vielleicht Dinge, wo man eher noch härtere Kontraste schaffen kann, aber bei so einem Thema, da kannst du nicht einfach sagen, ja, ey, er ist super tolerant, aber wenn er dieses Spiel spielt und jemanden, der transfeindlich ist, damit finanziell unterstützt, dann ist er genauso Teil des Problems und da kann er noch so viel an Trans, pro-Trans Organisationen spenden. Und das Geile war, dass Leute mit mir eine Diskussion führen wollten, mich dann aber blockiert haben. Die haben ihren Sud abgeliefert und dann, als ich hatte dann schon eine Antwort geschrieben. Die wollten mit dir keine Diskussion führen, Stefan. Ja. Habe ich dann auch gemerkt, als ich meinen Text geschrieben hatte. Und dann stand der Post, sie können auf diesen Post nicht antworten. Was hast du geschrieben? Ich kill dich und fick dir in die Augen. Hölle? Ja, ich rotte eure ganze dreckige Gemeinde aus. Ja, nee. Was waren da so die Top 5 der Antworten so vom Tonus her? Also, da schrieb einer, ach so, weil man ständig die eigene Existenz gegen Transfeinde bekämpfen muss. Also ich stelle mir da inzwischen wirklich so einen Star Wars-mäßigen Kampf gut gegen böse vor, ne? In dem jeden Tag Transmenschen durch die Straßen getrieben werden von einer Horde von Leuten mit Jack Wolfskin-Jacken und Camp David Polo-Hemd und dann mit Cricket-Schlägern zu Brei geprügelt werden, nur weil sie halt, weiß ich nicht, eine Regenbogenflagge als Cape tragen. Und Incredibles hat schon gesagt, keine Capes. So, der schrieb, ach so, weil man ständig die eigene Existenz gegen Transfeinde bekämpfen muss, soll man sich nicht so anstellen und nicht valide Kritik geben. Valide Kritik geben. Wenn jemand mit großer Plattform Mist verbreitet. Erstens, er hat keinen Mist verbreitet. Er hat keinen Mist verbreitet. Er hat gesagt, ist es ein Problem, wenn mir J.K. Rowling egal ist. Oh, sorry, ja. Wir werden nächstes Mal lieber und netter sein, wenn wir uns verteidigen. Ist okay. Ich habe ihm halt auch nur geschrieben, dass es mir leid tut, wenn solche Anfeindungen in seinem Leben eine Rolle spielen. So, das ist schlimm. Das ist nicht von Ernst zu weisen. Keine Art der Ausgrenzung ist schön. So. Das ist, ich kenne das selber. Ich meine, du wirst nicht der Klassenclown, weil du durch physikalische Überlegenheit. Nein, weil du klein, rothaarig und Ossi bist. Genau.
genau. Ja. Und dann versuchst du die Leute davon... Fett habe ich vergessen, du bist fett. Ja, danke. 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 Ich finde auch gut, dass der ganze Sport dich nicht zu einem arroganten, überheblichen Menschenfeind gemacht hat. Du bist immer noch der gleiche. Ich wieg safe 20 Kilo mehr wie du jetzt. Hab dich immer nicht ja, so. Ja, du bist aber auch locker 3,5 Meter größer als ich. Das spielt keine Rolle. Du bist wie der scheiß... Wir boxen das du aus. Du bist wie der Big Friendly Giant, Alter. Deswegen Ausgrenzung ist Kacke. Aber, und es ging dann weiter, dann schrieb jemand zu ihm, das hat nichts mit Verteidigen zu tun. Gronkh hat einfach nur die Schnauze voll, dass irgendwelche Heinis denken, sie müssen ihn zu irgendeiner Aussage zwingen, indem sie ihn immer wieder anschreiben. Mir ist die Thematik scheißegal, aber nicht die Rechte der betroffenen Personen. Glaubt ihr allen Ernstes, dass eine solche Aktion nur im Entferntesten hilfreich für euch ist? Gronkh unterstützt, wo er kann, aber irgendwann ist auch mal Sense. Und ich kann absolut nachvollziehen, wenn er Tacheles redet. So, und dann schrieb der Typ irgendwann, Transmenschen als Heinis diskreditieren, cool und normal. Mir ist so scheißegal, was du als hilfreich anerkennst, Alter. Sag mal, spürst du dich noch? Oder warum willst du mir als Ally erklären, wie ich meine Existenz verteidigen muss? Als Ally? Alliierter. Ach so. Ist immer schön. Wie Alliierter? Ja, ich weiß nicht, was ein Ally. Warte mal. Das können wir gleich ergoogeln. Trans Ally. Im Queer-Lexikon. Auch Verbündeter und Fürsprecher. Also. Es gibt ein Queer-Lexikon? Ja. Krass. Ihr findet es unter queer-lexikon.net. Eine Person, die selbst nicht Teil der marginalisierten Gruppe, zum Beispiel der Trans-Community ist, aber dies aktiv unterstützt, wird als Ally oder Fürsprecherin bezeichnet. Sie arbeitet aktiv daran, Intoleranz zu beenden, klärt andere Menschen über die Belange der marginalisierten Gruppe auf und nutzt ihre Position, nicht Teil der marginalisierten Gruppe zu sein, um sich für die Gleichstellung diskriminierter Personen einzusetzen. Also sollte mich irgendeine marginalisierte Gruppe Ally nennen, spucke ich dir ins Gesicht. So lasse ich mich nicht anquatschen. Mein Pronomen ist King. Ich war damals auch mal Ally. Ich war Nachtelfkrieger. Ich bin doch geil. Spürst du dich noch? Oh, ich spüre mir irgendwie nicht mehr. Oh, du musst ja auch mal spüren. Oh, ich spüre mich heute. Ich spüre mich. Du dich auch. Oh, ja. Oh, Marco, grüß dich. Ich spüre dich auch gerade so krass. Ja, Stefan, grüß dich. Ich spüre mich richtig heute. Oh, lass uns einfach... lass uns da niederlegen und einfach mal spüren. Oh, ne, bist du deppert. Ich spüre mich. Oh, ich spüre mich gerade auch so richtig. Ja, okay, ist widerlich. Also wir als Allies sollten uns hier nicht sagen. Okay, warum willst du... So, liebe ZuhörerInnen, jetzt wieder Hand aus der Hose. Wir sind die Ally, die Ex... Oh Gott, Alter. Okay, warum willst du mir als Ally erklären, wie ich meine Existenz verteidigen muss? Ist immer schön zu sehen, wie Nicht-Betroffene meinen Betroffenen vorzuschreiben, wie sie deren Kämpfe führen sollten, damit die Gesellschaft sie akzeptiert. Alter, ich bin authentisch. Authentisch. Und wenn du mich so nicht akzeptierst, dann bist du kein Ally. Fertig, Mann. Und dann schrieb er, ich bin kein Ally, nein, ich bin der Fall fraktionslos, ich habe keine Einstellung dazu und das bleibt auch so. Sollen die Leute ihr Leben... Weißt du, was ich geschrieben habe? Ich hätte geschrieben, du bist ein Hurensohn und Hurensohn werden wie Hurensöhne behandelt. Ja. Und ich behandle dich nicht so, weil du trans bist, ich behandle dich so, weil du ein Hurensohn bist. Ja. Ja, hätte ich geschrieben. Ja, aber es ist so. Weißt du, trans sein schützt nicht vor Scheiße sein. Ja, ist genauso wie mit den scheiß Veganern, die sind auch alle Nazis. Ja. Ja. Einer muss es ja mal sagen. Schau dir Attila Hildmann an, der ist ja auch jetzt nicht besser, nur weil er Veganer ist. Der hat sich so viel Linsensuppe in seinen Schädel gedübelt, Alter.
Ich sag dir, diese Gase, wenn du so viel Bohnen frisst, Alter, dass sie nicht mehr durch den Anus entfleuchen können, dann sammeln die sich im Stammhirn. Ich sag es dir. Es ist Fakt. Und ich werde garantiert jede Menge seriöse amerikanische Wissenschaftler finden, die mir diese These unterstützen und unterschreiben. Ja. Ja, er schrieb, glaubst du, dass die Gesellschaft akzeptiert, wenn man eben jene Gesellschaft durchgehend nervt und stört? Kein Plan, ob du jemals im Kindergarten warst. Da sind nervtötende Leute alleine und in der Schule ebenfalls. Genau das verursacht ihr mit euren dämlichen Aktionen. Das gleiche sehen wir bei den Klimaklebern. Ist ja schön und gut, wenn sie sich dafür einsetzen, aber diese ganze Aktion verursacht nur noch mehr Hass und lenkt vom Hauptziel ab. Und dann schrieb der Typ nur noch so, alles Caps Lock. Du Clown, ich bin jetzt hier. Und jetzt verpiss dich. OMG. Ja, und dann... Erzieher? Ja, Erzieher. Mhm. Und dann antwortete der andere Typ nur noch, und schon haben wir wieder das perfekte Beispiel für Leute, die nicht diskutieren können. Ja. Und das war einer, der war schon richtig hart. Ich habe aber auch immer wieder die Leute kommentiert, die dann so halt wirklich sagten, solche Idioten und solche, wo ich dann schrieb, das sind keine Idioten per se. Die ist ja richtig, dass sie sich für ihre Rechte einsetzen wollen, nur der Weg ist halt nicht der richtige so. Also ich habe das schon... Oh scheiße, du bist doch Ali. Ja, ich habe... Ja, schon ein bisschen. Weil ich kann's, ja. Ich kann's ja schon verstehen. Ich kann's auch verstehen. Ich kann's auch verstehen. Null. Alle kaputt. Ich kann es auch verstehen, dass wenn einer mit den Jungs unterwegs ist und die Jungs dann nachts in einer süffigen Bierlaune eine Kuh vergewaltigen, indem sie ihr frische Milch aus dem Euter zapfen und dann sagt, komm Junge, melk doch auch mal mit. Und du und der eine Kumpel dann so hinten so leicht in sich geneigt, so mit den Händen in der Tasche, oh Leute, lass doch mal die Kuh in Ruhe. Und wisst ihr, was die Kuh macht? Gar nichts, weil es dir scheißegal ist, dass sie gerade gemolken wird. Die Typen haben sich nochmal so die Hände schön lauwarm gepustet und dann wird da schön am Euter ein bisschen rumgezuppelt. Und die Kuh denkt... Das ist der Kuh scheißegal. Natürlich ist das der Kuh scheißegal, wenn du es richtig machst. Hast du mal beim Melken zugesehen? Ich habe hier Luftlinie 20 Meter... Hast du mal die Kuh? Hast du die Kuh mal so? Und ich weiß, dass sie 2 Wochen am Stück jammern, wenn denen das Kalb nach der Geburt weggenommen wird. Ich glaube nicht, dass eine Kuh Bock drauf hat. Das will ich damit nur sagen. Dass, wenn ein Kalb weggenommen wird, das ist ja alles richtig. Ja, das gehört ja alles dazu. Ja, das gehört nicht alles dazu. Das ist wie wenn du sagst, oh, die Alte, die ich im Keller halte, die wird zwar gequält, aber wenn ich ihr mal den Kopf streiche. Dann freut die sich. Da freut die sich. Ja, ist halt so ein Ding. Also, würdest du, wenn du eine Frau im Keller gefangen halten würdest, würdest du ihr richtiges Essen geben oder auch so noch die Erniedrigung? Hundefutter. Ja, Hundefutter, so eine Schüssel mit Hundefutter. Ja. Ich habe mal ein Buch gelesen, das hieß Tiere. Da hat ein Typ, der war so geistig ein bisschen zurück, der hat 3 oder 4 Leute im Keller gehalten. Ja. Und der hat ihn mit Hundefutter gefüttert. Krass. Richtig gutes Buch. Kann ich nur empfehlen. Hatten die ein gutes Verhältnis zueinander? Nee. Ist da irgendwann so eine Art von Freundschaft entstanden? So ein Münchhausen-Syndrom? Nee. Ah nee, Münchhausen-Syndrom ist ja, glaube ich, wenn du deine Kinder verletzt und mit denen dann zum Arzt rennst, um halt zu wirken wie eine fürsorgliche Person oder jemanden in deinem Umfeld irgendwie Bleimenninge in die Cornflakes machst, damit er Blut scheißt und du dann sagen kannst, oh, was ist denn los, bleib mal heute zu Hause und trink einen Kamillentee. Ja. Okay. Ja, und ich bin auch der Meinung, dass die erreichen mit dieser Aggressivität und diesem erreichen die genau nämlich das, was sie eigentlich nicht erreichen sollten, meiner Meinung, dass ich langsam die Schnauze voll habe. Ich habe langsam die Schnauze voll von der Trans-Community. Und ganz ehrlich, ich suche langsam schon nach einer Donation für J.K. Rowling. Also wo kann man J.K. Rowling aktiv finanziell unterstützen, damit endlich mal Ruhe ist? Nein. Aber das erinnert mich an ein gutes Beispiel, wo wir gerade bei der militanten Veganerin waren. Mhm.
Die waren mit einem Typen essen gewesen. Das ist irgend so ein Typ, ich glaube, der weiß ich nicht. Der sieht aus, als würde er zu der Hip-Hop-Szene gehören, zu der Pumper-Szene oder zu, ich war mal im Knast und bin jetzt YouTuber-Szene. Okay. Und der hat ihr erzählt, dass sie Freitag, dass er Freitag immer einen veganen Tag macht. Okay. Einmal die Woche und die hat, und die, die hat darauf so beschissen reagiert, dass es zu wenig ist, dass es nichts bringt, dass er Mann am Ende aus Trotz gesagt hat, er sich halt an den Tag doppelt so viel Fleisch schnappe. Ja. Weißt du? Ja. Ja. Ja, genau. Und das ist das. Und es gibt ja immer die Meinung auch bei Greta Thunberg, dass man. Seit wann heißt sie denn Thunberg? Seit alle sie so nennen. Okay. Die mehr habe ich nicht bekommen. Greta, warum erfahre ich das als Letzte? Ja. Da sagt man ja auch, natürlich, oder bei Luisa Neubühr. Nein, das heißt ein. Der kommt wie Monobrau. Manchmal habe ich das Gefühl. Hey, ich weiß gar nicht, was du willst. Ich habe gewartet, die, so die Thematik, hast. die verfolgen, halt den Umweltschutz und dass wir den scheiß Planeten retten. Soll man ja, sagen ja viele, man muss ja halt nerven, um was zu erreichen. Aber ich glaube, in der heutigen Gesellschaft erreichst du mit Nerven nur das Gegenteil. Ja, aber du musst den Leuten auch eine Alternative aufzeigen. Du kannst ja mal meckern, das macht man nicht so, das macht man nicht so, aber was für die Alternative? Hm. Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich nicht beantworten kann. Das, auf zum nächsten Thema. Aber das magst du Vögel? Lustig, oder? Wie können die auf Stromleitungen sitzen? ich schätze ja mal, dass Luisa Neubauer und so, bieten die nicht auch Lösungen an? Nee. Luisa Neubauer, klar. Ja, die sagen doch halt. Ja. Atomausstieg. Ja. Tempolimit auf Autobahn. Ja. Ja. Wir sind ja auch, haben wir ja schon mal gesagt, das einzige Land in Europa. Bayern sollte sich mal dazu bereit erklären, auch ein paar Windkrafträder irgendwo hinzubauen. Ja. Und nicht irgendwelche Regeln. Wenn es irgendwo da in der Nähe im Umkreis von 100 Kilometern Weißwurst gegessen wurde, dann darf da keine Windmühle hin. Mhm. Weißt du, und wollen trotzdem den gleichen Preis für den Strom bezahlen. Ja. Ja. Sollen die einfach mehr bezahlen, wenn die keine hinbauen? Hast du dieses Video gesehen, wo Olaf Scholz die Bierbrauerei da einweiht oder besucht oder so? Nein. Und dann stehen die da mit den ganzen anderen Politikern und Olaf Scholz nimmt so einen herzhaften Schluck aus dem Glas und dann so eine Politikerin neben ihn, nein, wir dürfen nicht trinken. Und er so, doch, das machen wir jetzt. Und daraufhin alle sich einen schön reingedübelt. Hey, ja, die klar, standen halt nur fürs Foto. Die standen halt nur fürs Foto da mit dem Bierglas. Ja. Die sollten nicht trinken. Und er hat einfach schön genüsslich an. Und wie der Olaf immer so lächeln nur Menschen, die aalglatt durch den Comex-Skandal gekommen sind. So lächeln solche Leute. Ja, auf jeden Fall war das wild und Gronkh hat halt auch zwei Tage nichts mehr zu dem Thema. Der war komplett von der Bildfläche verschwunden. Heute Abend gibt's, glaube ich, also Freitag am 3. gibt's einen Stream wohl, wo er noch mal ein bisschen darüber reden will. Liv Floyd hat dazu eigentlich ein ganz der lebt noch, ja. Alter, Liv Floyd hatte ja mal so eine Zeit, wo er gekocht hat und dann aussah wie Humpty Dumpty und jetzt ist er richtig Spack und trägt so, sieht aus wie so ein, kennst du Hip-Hopper Boys aus dem Block, die aber die einzigen Markenklamotten, die die haben, permanent tragen, so Cabby mit so Gangster-Schrift, so in dem aktuell, und dann schwarzes T-Shirt und eine dicke Kette und so, das ist so, der sieht halt so ein bisschen abgewrackt aus, weiß ich nicht, als wenn, weißt du, Sozialhilfe ist alle aber noch so unheimlich viel vom Monat über. So, das okay. ist, so wirkt er jetzt inzwischen ein bisschen. Ja, der hat sich da auch ein bisschen zugeäußert und das ist halt, aber im Grunde sagen alle das Gleiche, dass halt Gronkh halt ein krass toleranter Mensch ist und dass es halt genau mit solchen Aktionen genau das Gegenteil. Also ich habe so viel mitgekriegt, dass Leute einfach Transmenschen weggeblockt haben auf Twitter, weil die einfach die Schnauze voll hatten. Ja, wenn die sich scheiße verhalten, klar. Und ich finde das so uncool, ich finde das so schade.
Passiert halt. Ja. Aber es ist ja nichts Neues, dass sich Leute, die wie Asis verhalten, dass sie weggeblockt werden. Ja, aber das macht man ja mit Nazis auch. Ja, aber Bob, wie warum verhältst du, gibt's für dich Themen, die dir wichtig sind, also die dir wirklich wichtig sind, wo du sagst, so, da hast du relativ wenig Toleranz? Dass Nazis scheiße sind. Aber das ist ja jetzt nichts, wo ich jetzt, weißt du? Ja, aber Nazi, gegen Nazis sein ist auch eigentlich relativ einfach, ne? Gegen Transleute sein ist auch voll einfach. Aber Transleute sind ja per se, haben ja kein schlechtes Weltbild. So, also sie. Oh, ja. The only X gender. Ja. Nee, aber ja, aber nee, ich hab nichts, wo ich so militant dafür eintreten kann. Ganz ehrlich, wenn ich die Trans, wenn ich die ganze Trans-Debatte betrachte, da bin ich halt schon auf wissenschaftlicher Seite. Also es ist einfach so. Aber ich finde, ich verteufel die Leute trotzdem nicht. Warte, jetzt kommt ein Hot Take. Wie auf wissenschaftlicher Seite? Dass es zwei biologische Geschlechter gibt. Ah, okay. Weißt du? Aber ich finde trotzdem, wenn ein Mensch sich unglücklich. Das ist aber nicht der wissenschaftliche Konsens. Sondern? Es gibt für die Reproduktion zwei biologische Geschlechter. Ja. Ja. Bei der Identität ist es eine ganz andere Geschichte. Da ist sich auch die Wissenschaft einig. Dass es bei der Identität Unterschiede gibt? Genau, ja. Aber für die Fortpflanzung gibt es biologisch nur zwei Geschlechter. Naja. Das ist ein Fakt. Ja, aber der Transhumanismus, das ist ja jetzt erst seit kurzem, dass Leute, also damals hast du ja maximal gehört, dass halt sich Mann eher als Frau gefühlt hat oder eine Frau eher als Mann und dementsprechend halt ihren Lebensstil geändert haben und diese ganze zusätzliche Community, die hat sich ja auch erst, also die ist ja noch nicht ganz so lange. Also Intersex-Leute zum Beispiel gibt es auch schon ewig. Okay. Also welche, die mit zwei Geschlechtern zur Welt kommen. Ja. Das ist ja dann auch wieder non-binär. Das ist ja weder das eine noch das andere. Ja. Ja, genau. Aber gut, das ist ja, wie du letzte Woche auch schon sagtest, natürlich hat jetzt ja Trans nichts unbedingt mit der Sexualität zu tun und die Geschlechter, das hat ja schon was, also das ist ja schon wiederum sexuell, oder? Also, nicht unbedingt. Die Geschlechtszugehörigkeit. Die hat nee, stimmt, nie, genau. Es geht ja um die sexuelle Orientierung. Die hat ja nichts mit der. Genau. Es ist. Und dann die ganzen Farben in der Fahne. Da soll man nochmal hinterherkommen. Also, ich finde die Fahne, by the way, finde ich, ist eine richtig geile Fahne. Ich mag die. Die sieht schon gut aus. Ich finde die richtig geil. Schön. Bald gibt es T-Shirts for Defense in den ganzen Farben. Da könnte man aussehen, wenn du einfach mal das Logo in dem Farbschema machst. Genau. Das schneiden wir raus. Quatsch. Also, ich kann einfach leben und gleichzeitig, also ich kann mich für die Sache nicht interessieren, aber gleichzeitig das als komplett in Ordnung betrachten. Weißt du, verstehst du? Kannst du das nachvollziehen? Ist das gerade ein Statement von dir? Dass selbst wenn ich das vielleicht nicht in allen Aspekten verstehe und auch in meiner Realität, Lebensrealität, das keinen Stellenwert hat und keine
In deiner persönlichen oder generell? Also für mich hat es halt, es wäre für mich jetzt zum Beispiel... Also fändest du es unhöflich, wenn jetzt jemand, der trans ist, mit dem falschen Pronomen angesprochen wird? Wenn du offensichtlich das Geschlecht sehen kannst? Also wir reden jetzt von blond, langer Haare, Kleid, Titten. Wenn dir jemand Herr zu der Person sagt? Was wäre dann, wie ich das finde? Fändest du es unhöflich? Ja, natürlich. Ja, okay, dann ist es ja doch bei dir in deiner persönlichen Welt ein Thema. Ja, aber es ist jetzt nichts, wo sich meine Lebensexistenz, also meine Realität drum, also mein Leben drum dreht. Also es ist jetzt nichts. Das ist nicht dein Hauptthema, das ist klar. Ja. Nee, ich wollte nur ausloten, welche Ecke du bist. Ja. Also wie doll es dich beeinflusst. Also und ich kann das halt auch verstehen, dass die, zum Beispiel, wo ich letzte Woche drüber geredet habe, die Transperson, die hatte halt, sich beleidigt gefühlt, dass sie in der Firma immer noch zum Beispiel, wenn da auf einer Feier irgendwie zwei Gruppen gebildet werden, Frauen und Männer, dass sie dann zu den Männern geschickt wurde. Ja. Worum geht's denn in dem Szenario? Ja, sie fühlte sich dadurch angegriffen. Dass Nee, warum wurden die aufgeteilt? Ja, es war irgendeine Feier und es war irgendwie einmal hier die Männer, einmal da die Frauen und keine Ahnung. So genau hat sie das dann auch nicht beschrieben. Sie sagte nur, es kam zu einem Moment und dass sie dann von den Frauen halt zu den Männern geschickt wurde und als sie dann sagte, ja, aber ich gehör da nicht hin, dann sagt sie, ja, und dann sagt ihre Kollegin wohl sowas so nach dem Motto, ja, jetzt machen wir das aber mal so, wie es sein muss und nicht. So, weißt du? Ja. Und da habe ich halt komplett mitgefühlt, dass sie das zutiefst verletzt hat. So. Ja. Ne? Das ist definitiv und ich kann allerdings nicht verstehen, dass diese Community es nicht versteht, dass den Kampf, den die jetzt gerade anfangen, mit aller erdenklichen Energie zu kämpfen, dass den Homosexuelle schon seit Jahrzehnten kämpfen. Länger. Und das Interessante ist, es hat in einem Interview ein Homosexueller... Nee, warte mal kurz, was kannst du daran nicht verstehen? Also die können nicht verstehen, dass das nicht von heute auf morgen diese Akzeptanz in der Gesellschaft, weil selbst Homosexuelle noch nicht diese allumfassende weil ja gut, aber die haben ja jetzt die Möglichkeit, lauter zu sein. Die haben die Möglichkeit, lauter zu sein, aber du siehst doch, was das bringt. Hatten Homosexuelle vor 20 Jahren ja nicht. Die hätten am Baum gehangen. Und wir haben immer noch keine allumfassende Akzeptanz von Homosexualität. Ich meine nur. Glaubst du, Homosexuelle wären vor 20 Jahren, wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten, auch lauter gewesen? Ohne jetzt, weiß ich nicht, Schläge, Tod oder so fürchten zu müssen. Also, das ist die Frage. Du hattest ja schon die Möglichkeit, eine Demo zu machen, ne? Und ich so, für die Rechte von Homosexuellen. Oder für mehr Akzeptanz in der Gesellschaft. Aber trotzdem hast du einen auf die Fresse gekriegt. Also ist ja nicht so, dass so Christopher Street Day ist ja, geht ja nicht schon immer. Das vor 20, 30 Jahren ging das ja nicht. Also nicht in den Ausmaßen, nicht so wie es jetzt ist. Nee, das stimmt. Ja, genau. Und ich glaube, die sind nur so laut, weil die so laut sein können. Ich ja auch. Weil die nichts zu fürchten haben. Also nicht den Tod oder Verfolgung. Knast. Das ist ja auch auf eine Art schön. Nur sollte man trotzdem dann mit so einer unreflektierten Art und Weise den Dialog führen, weißt du? Ja, aber das ist ja bei jedem so. Und da ist so viel Wut. Ja, klar. Aber das kannst du jetzt nicht nur auf die eine Gruppe, so ist ja jede Gruppe im Internet so. Ich rede ja auch nicht über die Trans-Community, ich rede über Teile der Trans-Community. Und das ist dieser Teil, den jede
jede Gruppierung hat, ob es jetzt... Genau, ne? Aber wir beziehen das jetzt, ja klar, wir beziehen das aber jetzt in diesem Thema auf die Trans-Community. Genau. Ja. Was ja unfair ist. Was ist unfair? Dass wir es jetzt auf die Trans-Community beziehen. Ne, wir reden ja jetzt nur einfach. Weil es ja kein Problem per se über die Trans-Community ist, sondern generell im Internet. Absolut. Aber darauf wollte ich ja auch hinaus, dass diese Teile der Gruppierung oder der Communities dafür sorgen, dass sich komplett das Interesse an dem Thema oder sogar wütend auf die Communities werde. Und dass ich... Du. Genau, dass ich... Nein, okay. Nicht nur ich. Das ist eine... Das, wie gesagt, du hast es jetzt gemerkt, dass ein guter Mensch, der für Toleranz steht, angefeindet wird. Das macht bei vielen Menschen, die vorher noch Verständnis hatten, die vielleicht nicht proaktiv als Ally unterwegs waren, aber die halt gesagt haben, ja, leben und leben lassen. Oh Gott, das ist garantiert auch wieder, das hing garantiert auch über irgendeinem KZ, Alter. Das ist, ich hab bei dem, ja, das, man weiß echt nicht mehr, oh Gott, ist wirklich, Sprache ist ein Minenfeld geworden. Aber die jetzt aktiv sagen, ey, ich hab die Schnauze voll von der Trans-Community, weil natürlich wirst du immer auf den negativsten Teil der Organisation oder der Gruppierung runtergebrochen. Und das ist ja auch gefundenes Futter für Gegner. Ja. So unreflektiertes Verhalten. Und ich kann es verstehen, wenn man wütend ist. Und ich kann verstehen, wenn man frustriert ist. Und ich kann zum Beispiel nicht verstehen, dass man jetzt sagt, dann scheiß doch mal auf die Trans-Community. Das kann ich null verstehen. Das ist wie wenn ich sage, eine Frau wurde vom Ausländer in den Busch gezogen und ich sage, ja, jetzt finde ich alle Ausländer scheiße. Das ist ja genau der gleiche Mist. Ja, aber so funktioniert die Gesellschaft. Ja, aber die Idioten sind Idioten. Ja, ich habe so viele nette Transmenschen jetzt auch in dem Diskurs kennengelernt. Ich noch nie. Die eine ganz andere Meinung haben und die auch finden, dass das Ganze ein Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen ist. Ja, und Kohle, Kohle, Kohle. Und Kohle, Kohle, Kohle. Und für viele, also eine schrieb, dass sie sich mit 17 umbringen wollte und dass ihr dann ein Video von Gronkh vorgeschlagen wurde und dass das wirklich der Ausgeschlagen... Das hat's leichter gemacht. Das hat's leichter gemacht, ja. Es wurde von ihrem Bruder geschrieben, Schwester wollte sie umbringen, hat's ja dann auch. Aber vorher hat sie noch 10 Folgen Minecraft geguckt. Ja, und als er dann immer noch die Biome geebnet hat, anstatt irgendwas zu bauen und einfach nur Erde begradigt hat nach 10 Folgen, 50 Minuten jede Folge, hat sie sich dann mit einer Schrotflinte ins Gesicht geschossen. Dass er sie wirklich vom Suizid ab... Ich meine, gut, Suizidbegehen ist heute zwischen 13 und 16... glaube ich, das, was damals Barbie war, ist heute Suizid zwischen 13 und 16. Aber irgendwas... Klar. Hauptsache runter von der Straße, sag ich immer. Außer sie begehen Suizid, indem sie sich vom Bus überfahren lassen. Das ist gar nicht mal so schwer in Deutschland. Also Busfahrer bremsen eigentlich auch wirklich erst, wenn ihnen der Kaffee auf die Hose kippt. Ja, aber auf jeden Fall kann ich nur sagen, dass ich es schade finde, dass sich das so hochgebauscht hat. Und weiß ich nicht. Ich sehe das auch nicht, dass da irgendwann mal ein gesunder Diskurs entstehen kann, weil. Pff. Ja, scheißegal, in 30 Jahren sind wir alle tot. Ey. Wenn die Sonne auf den Kopf fällt. Hör auf. Was? Die Sonne? Wenn uns die Sonne auf den Kopf fällt. Ja, in 5 Milliarden, 500 Milliarden Jahren. Wow. Ja. Ja. Es wäre so schön. Ne? Kennst du den Film Melancholia? Nee. Wo ein Planet hinter der Sonne auftaucht und
Ja, mit der Erde. Da sind die Nazis drauf? Nee, der schwebt ganz langsam auf die Erde zu. Und die Hauptdarstellerin, die hat sich halt, die ist einfach nur traurig. Einfach nur traurig, hat keinen Bock aufs Leben und verweigert sich dem Glücklichsein. Wird gespielt von Kirsten Dunst. Und ja, der Planet heißt halt Melancholia. Klar. Und der schlägt halt unweigerlich innerhalb, ich glaube, eine Woche haben die noch Zeit. Und ich denke mir immer so, ach, wäre schon schön. Wäre schon schön einfach so, wenn es einer einem die Entscheidung aus der Hand nehmen würde. So, wenn jetzt so einfach ein Weltenzerstörer hier einschlagen würde, dann würde ich glaube... Geh zum Arzt, Stefan. Ja. Geh zum Arzt. Ja. Dann wäre es aber vorbei, weißt du, so, weil es ist so... Ist keine Schande, in die Therapie zu gehen, Stefan. Nein, aber es ist halt anstrengend. Ist wirklich keine Schande. Ist halt anstrengend. Weil du siehst halt Nachrichten und denkst dir nur so, warum kriegen die es einfach nicht hin? Warum kriegen die es? Weißt du, was dagegen hilft, Stefan? Mach einfach mal 20 Liegestütze. Eine ordentliche Handvoll Antidepressiva, Stefan, und dann machst du einen Termin beim Psychologen. Und nächstes Jahr um diese Zeit hast du vielleicht auch schon deine erste Sitzung. Ja, du bist so empathisch, du fühlst zu viel Weltschmerz. Das sollte man bereinigen. Ja, nächste Woche erscheint Hogwarts Legends. Ach ja. Hast du vorbestellt? Ja. Okay. Und dann wurde ja jetzt auch, ja, aber das ist ja noch gar nicht alles. Sie ist ja nicht nur transfeindlich. Warum sehen die Kobolde in der Bank in der Winkelgasse aus wie Juden? Und ich saß davor und dachte, bringt ihr das jetzt vielleicht rein? So? Also, bringt ihr, also, was ist jetzt rassistischer, dass ihr vorwerft, dass sie die wie Juden aussehen lässt, weil ihr denkt, dass Juden so aussehen? Ja. Ja. Und dann ist halt auch ein Stern auf dem Marmor in der Bank. Aber es ist halt kein Davidstern, es ist einfach nur ein Stern. Und ich denke so, es ist eine fucking Zaubererwelt. Jeder Scheiß, Dumbledore hat Sterne auf seinem Gewand, Alter. Ja, das ist geil. Es wird alles hervorgeholt. Oder die Sklaverei mit den Hauselfen, dass J.K. Rowling da schon ein zutiefst faschistoides Werk geschaffen hat mit Harry Potter. Ja. Ey, Harry lebt unter der Treppe. Juden mussten sich auch unter der Treppe verstecken. Ja, das weiß J.K. Rowling noch nicht. Natürlich. Was glaubst du, für das Jahr? Hinter der Schrankwand gewohnt und... Was glaubst du, wofür das J in J.K. steht? Warte mal, ist Hagrid von der Gestapo? Ja, klar. Okay. Hast du nicht gesehen, wie der auf der Insel da die Tür eintritt? Ja, stimmt schon, ja. Nur bei der Gestapo gab es keinen Kuchen, sondern eine Kugel zwischen die Augen. Oh Mann, ey, das ist echt... auf der Baustelle, wo ich diese Woche war, da ist so ein Fliesenleger, der Sascha ist der beste Fliesenleger in Norddeutschland. Also wirklich der beste. Also wenn es nach ihm geht. Okay. Ja. Und wenn es nach dir geht, was würdest du sagen? Der ist so. Ist er eine Top 100? Der ist so gut, ja. Der ist so gut, ja. Aber er weiß es halt und er macht da halt auch kein Hehl draus. Ah, nee, das sind die Schlimmsten. Ja. Nee, ich mag bescheidene Fliesenleger. Und das Krasse war, so er erzählte mir so ein paar Geschichten, ne? So von wegen, ja, so ist halt politisch interessiert und so, ja, und ja, und dann erzählte er und dann irgendwie, während er redete, er hatte auch ein Projekt mit einem Freund, das irgendwie, wo um Wasser besser zu machen, die Qualität vom Wasser zu steigern und so, dachte ich so. Oh, lad ihn doch mal im Podcast an. Ja, und dann dachte ich so, okay. Und dann fing er an, so, ja, er informiert. Betrieben mit Negerpower, hat er gesagt. Und hast du gesagt, oh. Er informiert sich ja auch viel, aber halt auch über, also viele seriöse Wissenschaftler, die aber ja von den Mainstream-Medien nicht zu Wort kommen und so. Und da dachte ich so, okay. Und dann erzählte er so, dass die 2022, Anfang 2022, da war ja teilweise noch die Restaurants auch hier und dazu. Und dann wären die Essen, waren die hier in Vechta, wollten die essen gehen. Er und zwei Freunde. Und dann kamen die an ein Restaurant und da war gerade eine Versammlung von 20 Leuten. Das waren so, die haben einen Spaziergang gemacht, einen Fackelgang halt, um gegen die Corona-Regelungen in der Schule zu demonstrieren. Und
Die hat, da waren auch, glaube ich, zwei Polizisten dabei, die das denn da die Versammlung beobachtet haben. Und die liefen halt nur hier. Also ich erzähle es jetzt so, wie er das erzählte. Und du kannst ja mal gucken, wie. Und die gehörten halt nicht zu dieser Versammlung. Ich wusste auch gar nicht, was die da machen und so. Und dann gingen die halt, haben die gemerkt, dass das Restaurant halt noch zu hat und gingen halt hinter dieser Gruppe her. Und irgendwann kam einer der Polizisten auf ihn zu. Und sagt dann, ob er sich ausweisen könnte. Und er so, hat dann auf seine Sachen abgetastet. Nee, ich habe meine Brieftasche nicht dabei. Und da dachte ich mir erstmal so, okay. Seltsam ist schon, ihr wolltet essen gehen. Du hast aber keine Brieftasche dabei. Okay. So, dann hat ihn der Polizist wohl die Jacke aufgerissen, ihn an die Wand gedrückt und durchsucht. Und er so, ja, was soll das denn jetzt? Durchsuche sie auf Hieb- und Stichwaffen. Und so. Also, ja, weil sie sich nicht ausweisen können. Also, ja, ich bin der und der. Und so. Also, ja, das kann ja jeder sagen. Rufen sie jetzt ihre Frau und ihre Kinder an. Die sollen bitte mit auf die Wache kommen. Also, wieso auf die Wache? Ich komme jetzt nirgendwo mit hin. Und ja, dann muss ich sie halt vorladen. Also, muss ich sie halt verwahren. Und dann kommt es wahrscheinlich zu einer Gerichtsverhandlung und so. Und er so, ja, dann müssen sie das jetzt machen, ne? Und ja, dann hat er das wohl gemacht. Kam es auch tatsächlich, dass er vorgeladen wurde. Dann kam er dahin, hat seine Aussage gemacht und dann, also ja, und kommt denn jetzt noch der Polizist? Und dann sagt die Richterin, wo, oh ja, das haben wir den haben wir vergessen vorzuladen. Und dann sagte er, ja, okay, ja, dann müssen wir ihn nochmal vorladen, dann müssen wir in 3 Wochen nochmal wiederkommen. Also ja, wäre schön, wenn sie es dann auf den Nachmittag legen, weil sonst wäre es wieder ein Arbeitstag weg, ne? Der gute Deutsche, der will arbeiten. So, ja, 3 Wochen klar. Später saß denn der Polizist mit und konnte sich halt nicht mehr dran erinnern, ne? Also, dass er ihm die Jacke wohl aufgerissen hätte und nach Hieb und Stich war und dass er ihm, obwohl er seinem Kollegen, der andere Polizist, der da war, der kannte ihn. Und er hat das auch bestätigt, dass er die Person ist, die er sagt so. Und da könnte er sich nicht mehr dran erinnern. Und ganz zum Schluss dann, ja, aber meinen Sie denn, dass der Beschuldigte und seine 2 Begleiter zu dieser Gruppierung, dieser Streik oder dieser ja, Demonstration gehörten. Ja, ja, daran könnte er sich definitiv erinnern, dass die dazu gehörten. Und dann sagte die Richterin nur noch so, ja, ob er noch Fragen hätte. Und dann sagte dann der Fliesenleger so, ja, nee, ich habe keine Fragen mehr, weil er sich an nichts mehr erinnern kann, was ihn belastet, aber sich sehr gut an das erinnert, was halt seine These unterstützt. Und deswegen bringt es ja nichts, jetzt noch irgendwelche Fragen zu stellen. Und ist der Polizist weg. Und dann sagte sie, ja, ich sag's ihm, wie es ist. Im Zweifel muss ich immer dem Polizisten glauben. Und dann wollte er sich schon aufregen, dann sagte sie, ja, aber das wird jetzt fallen gelassen, ob er das so akzeptieren würde. Also, ob er das so, gutheißen würde. Dann sagte er, gutheißen tue ich das jetzt nicht. Und sie so, ja, wieso denn nicht? Also ja, ich akzeptiere das Urteil wohl und nehme das so an, aber gutheißen tue ich das nicht, weil, sagt er, der ganze bürokratische... Was denn? Was war denn der Anklagepunkt? Ja, er konnte sich scheinbar, also ja, weil keine Ahnung. Weil, okay, ja, gut. Ja, der hat halt angeblich sich widersetzt, dem Polizisten. Und er hätte keine Maske getragen. Er hätte keine Maske getragen, obwohl er zu einer Versammlung gehört. Okay. So, genau, das war der Punkt. Und da hat er noch zu den Polizisten gesagt, Entschuldigung, das kommt jetzt nochmal im Nachhang, die würden zu keiner Versammlung gehören. Da sagt er, aber wir sind hier ja zu dritt. Und er so, ja, aber wir gehören nicht zu der Versammlung. Da sagte der Polizist nur, hören Sie mir mal zu. Wenn ich sage, dass Sie 3 hier eine Versammlung sind, dann sind Sie eine Versammlung. Und tatsächlich, sagt er, das habe ich mir auch nochmal im Strafgesetzbuch nachgelesen, wenn ein Polizist entscheidet, dass wenn du mit 2 Leuten unterwegs bist und der Polizist sagt, ihr habt hier gerade eine Versammlung, eine nicht angemeldete, dann ist es so. Dann ist es gesetzlich zulässig.
Weil er sagte halt, weil er, ich sagte ja gut, in China und in Russland, es sind halt schon ja diktatorische Verhältnisse. Und da sagt er ja, in Deutschland ist ja nichts anderes und erzählte mir daraufhin diese Geschichte. Ja gut, aber es gibt ja kein Versammlungsverbot in Deutschland. Natürlich, du musst ja eine Demo anmelden oder eine Versammlung. Ja, aber es gibt trotzdem kein Versammlungsverbot. Ja. Genau. Also du darfst ja eine Versammlung halten. Genau. Ja. Ist ja nicht verboten. Ja. Oh. Das ist halt egal, ob der Bulle sagt, dass es eine Versammlung ist oder ja, nicht. Ja, es ging, glaube ich, hauptsächlich darum, dass er keine Maske getragen hat. Ja, dann soll er eine Maske tragen, ja. Vollpfosten. Ja, und da habe ich mir. Fliesen, und dann, ja, und dann sagte er so, ja, und dann war ja hier in Kloppenburg immer so Querdenker-Demo und da bin ich dann mal hin, weil ich nicht auf das vertraute, was die Medien sagen. Ich wollte mir da mal selber ein Bild machen. Ich sagte ja. Und ich dachte mir so, ja, du bist da hin, weil du dir selber ein Bild machen wolltest. Ja. Na? Und alles so eine Dinge. Aber trotzdem konnte ich mich gut mit dem unterhalten, so. Der ist komplett weg vom Schuss. Das habe ich auch gleich gemerkt. Aber ich bin dann nicht hasserfüllt oder so, weißt du? Denk mir so, der lebt in seiner kleinen Welt, alles ist eine Verschwörung und. Nee, da hatte ich gar keinen Bock drauf. Das ist. Nee, aber nein, es ist jetzt nichts, ne? Also ich suche nicht seine Nähe oder so. Aber es ist nichts, weswegen ich jetzt so komplett aus der Haut fahren würde, weißt du? So dass ich den sofort. Also, ich würde mal hingehen und so fragen, ey. Hast du mal ein Vogel aufgemacht? Da sind Verdammt und Überwachungsequipment. Du bist wie so ein alter Mann, der jede vierte Folge die für Geschichte. Als erzählt er eine Geschichte mit den Batterien in den Vögeln. Ja, der ist so. Ja. Der ist so. Der war genau so ein Paradebeispiel Sagt er, ist bi-neugierig, lässt sich aber am Arsch ficken und lutscht dabei 10 Schwänze gleichzeitig. Ich wollte nur mal gucken, wie das so ist. Ja. Nee, du bist schwul. Einfach zugeben. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich probiere den Schwanz da hinten nochmal. Ja. Ich meine, ey. Ja. Dass die Leute immer so rumdrucksen, Alter. Genau wie Nazis. Anstatt hier einfach sagen, ja, ich bin Nazi. Ja, und er sagt ja auch, man ist ja immer in Deutschland, wird man ja schnell als Nazi abgestempelt und ja, so weiter. Ja, natürlich. Und, aber ich hab nur die ganze Zeit, wo er dann erzählte mit dem Polizisten, und ich dachte so, ja, der hat ihm garantiert nicht einfach nur, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Polizist ihm einfach aus heiterem Himmel die Jacke aufreißt und ihn da durchfilzt, so wenn da nicht eine gewisse, ey, ich habe auch schon mit Polizisten geredet, und wenn du da nicht von dir aus eine Schärfe reinbringst in das Gespräch, reagieren Polizisten nicht gleich, also es ist nie geht, also. Und er war ja kein Ausländer, wo Polizisten schon vor. Wollte ich gerade sagen. Da müssen ja. Da haben die ja sofort so beide Hände am Kuvert, an der Jacke. Am Kuvert. aber ich dachte nur die ganze Zeit, wo er das erzählte, dachte ich mir so, ja, da hätte ich aber auch schon allein dafür verwarnen können, dass du dich nicht ausweisen kannst, weil in Deutschland herrscht halt Ausweispflicht. Nee. Doch, natürlich. Du musst dich ausweisen können. Der Zoll war schon oft genug auf dem Bau. Und ja, das hat was mit der Arbeit zu tun, dass du dich bei der Arbeit ausweisen musst. Nein, aber in Deutschland herrscht Ausweispflicht. Auf gar keinen Fall. Du musst dich ausweisen können. Du bist nicht verpflichtet, einen Ausweis mitzunehmen. Bitte? Ja. Und da bist du dir sicher? Hast du da gerade das Strafgesetzbuch? Nein. Gilt in Deutschland eine Ausweispflicht? Mein Gott, Google. Jeder Bundesbürger muss ab Vollendung des 16. Lebensjahres einen amtlichen Identitätsnachweis besitzen. In Deutschland erfüllt der Personalausweis sowie der Reisepass diese Funktion. Bei einem Grenzübertritt muss jede Person unabhängig von ihrem Alter ebenfalls einen Identitätsnachweis mit sich führen. Ist man verpflichtet, ihn mitzuführen, muss der Perso dabei sein. Aus der Ausweispflicht ergibt sich aber keine Verpflichtung des Dokuments auch immer bei sich. Oh, okay. Eine allgemeine Führungspflicht gibt es nämlich nicht. Ah, okay. Ich dachte, ach so, das gilt also dann nur so auf Baustellen und so, dass du da wirklich dich. Na, auf Arbeit. Ich meine, ich bin ja die ganze Zeit auf Arbeit, ne?
Ja, nee, ich meine, auf Arbeit musst du natürlich, klar. Ja. Die müssen ja schauen, ob du die Person bist und ob du da auch als Arbeit wegen Schwarzarbeit halt. Also wenn der Zoll immer da war, habe ich immer nur gesagt, ja, Arbeit, gut, Deutscher, ja. Nein, können Sie sich ausweisen? Auch, ja, gut. Ausweisen, ja. Nicht ausweisen, nicht ausweisen, nein, nein. Arbeiten hier, so gut, ja. Ja, schön. Ja. Ach so, Mensch, Alter. Ja, das sind einfach so kleine Sachen. Aber ich dachte immer, aber ich habe ja eigentlich immer mein Portemonnaie dabei. Und da ist ja mein Perso eigentlich immer dabei, weil ich. Das ist doch schön, Stefan. Das ist doch fein, ne? Weil wenn ich. Ist ja auch fein. Weil wenn ich einen Kindergarten. Ein feiner, Stefan, wenn ich einen Kindergarten durchsuche, dann klappe ich immer so mein Portemonnaie auf und sage Bundesbürger. Ja. Und dann denken die immer, bis die realisieren, dass es halt was ganz, dass das einfach nur mein Perso war, habe ich mir schon 3-5-Jährige unter den Arm geklemmt. Du bist auch nur Personal, du bist auch gar kein Bürger. Ja. Du bist ein Personalausweis, kein Bürgerausweis. Angestellter in der GmbH. Wir sind auch noch besetzt. Frag deinen Fliesenleger. Angestellter in der GmbH. So. Ja. Stefan, hast du einen Tipp der Woche? Ein Tipp der Woche, ja, ich habe einen Filmtipp der Woche. Geil. Ja. Erzähl. Ich habe nämlich den Filmtipp Bodies, Bodies, Bodies. Das ist ein Teenie-Slasher, der vom Studio A24 produziert wurde. Slasher ist was für ein Genre? Das mal also. Ein Slasher-Genre, das ist ein Teenie-Slasher. Das bedeutet, eine Gruppe von Teenager fahren zu Punkt A, woraufhin ein mysteriöser Mörder anfängt, einen nach dem anderen um die Ecke zu bringen. Okay, so wie ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Sowas wie ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Genau. Okay, genau, Scream und so weiter. Und das geht um eine Gruppe. Es geht um eine Gruppe neureicher weißer Teenager. Also A24 steht ja dafür, dass die schon einen relativ hohen Anspruch an ihre Produktion haben. Zum Beispiel ist durch A24 auch die ganzen, kennst du jetzt wahrscheinlich nicht so, Hereditary oder Midsommar. Das sind so zwei sehr erfolgreiche Horrorfilme der letzten Jahre gewesen. Aber auch sowas wie Under the Silver Lake mit dem Spider-Man-Darsteller hier Andrew Garfield, der Sex mit einer unbekannten Blonden hat und am nächsten Tag ist sie einfach weg und ihr Apartment ist leer. Und er fängt so verschwörungstheoretisch in allem so irgendwelche Bedeutungen zu finden. So, weißt du, so in der Zeitung steht irgendwie und sie erwähnte das und dann geht so eine Hetzjagd durch L.A. los und er trifft halt nur skurrile Personen und die stehen halt für sehr künstlerische Blockbuster, also nicht also etwas höher budgetierte Filme mit Anspruch. So, und Buddies, Buddies, Buddies geht halt um neureiche Teenager, die sich zu einer Hurricane-Party im Haus von ihrem Kumpel treffen, der von hier, wie heißt er, der aus King of Staten Island, wie heißt der Comedian? Davidson. Die Pete Davidson. Genau, dessen Vater beim 9-11 einfach, ich gehe rein, schrie und nicht wieder rauskam. Was ist denn eine Hurricane Party? Es kommt ein Hurricane und die treffen, sich dann in der Villa und besaufen sich, nehmen Drogen und Ja, geil. Und wir beginnen mit einem lesbischen Pärchen, die so unser Gradmesser sind. Also wir begleiten hauptsächlich so die eine Person, die noch nicht zu dieser Gruppe gehört, die da neu so reinkommt. Und Pete Davidson ist der Veranstalter und alle sind so Instagrammable. Alle sind so, alle haben eine, sind beim Therapeuten, alle beschweren sich darüber, dass der andere sie gerade komplett sich nicht fühlt und toxisch ist und so weiter. Also es werden so viele Buzzwords, die man kennt, gedroppt, bis sie dann halt zum Abend hin das Spiel Buddies, Buddies, Buddies spielen, das daraus besteht, dass das ganze Haus abgedunkelt wird. Alle kriegen nur eine Taschenlampe und es geht darum, es ist im Grunde wie
Also ein wie hieß das nochmal, Among Us. Also es geht darum, jemanden auf den Rücken zu fassen und derjenige ist dann tot. So, bis einer wirklich tot aufgefunden wird. Und daraufhin geht so ein weirder Shit ab von komplett jugendlichen, reichen Menschen, die nicht auf das reale Leben klarkommen, weil die in ihrer Insta-Blase und ihrer Künstlerblase und so leben. Und es wird am Ende so wunderschön aufgelöst. Es gibt nur am Ende, das Ende löst nochmal. Also der ich fand den Film relativ nervig bis zum Ende. Weil das Ende macht den ganzen, wertet den gesamten Film wieder auf. Weil dann mit einem Kniff alles so ein bisschen nochmal eine Wendung kriegt. Und das ist ein sehr, sehr schöner Film. Buddies, Buddies, Buddies kann man, glaube ich, auf Amazon Prime leihen. Gibt's aber auch auf DVD. Sollte man auf jeden Fall, wenn man nervresistent ist. Weil es schon sehr cringy teilweise ist. Hm. Weil, ja, wenn man so, ich kann auch mal kurz gucken, ob Buddies, 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 ob der irgendwo verfügbar ist. Nee, kann man aber ab 3,99 auf Amazon, Google Play, YouTube, Chili. Hast du ihn geschaut? Ich hab ihn gekauft. Ja. Die ist nicht in der Bredouille. Leider auf DVD, nicht auf Blu-ray, obwohl es in Großbritannien eine Blu-ray gibt. Aber in Deutschland ist der Blu-ray-Markt nicht so groß. Der Deutsche mag seine DVD. Ja. Aber ich mag nicht das deutschen DVD. Ich mag halt meine Filme in hochauflösend. Naja, was auch immer. Ja, auf jeden Fall, kleiner Filmtipp von mir. Wenn ihr auf Slasher steht. Namen sagen, bitte? Bodies, Bodies, Bodies. Bodies wie Körper. Genau. Ja, okay. Bob, was empfiehlst du diese Woche? Ich empfehle wieder einen wunderbaren YouTube-Kanal. Oh Gott. Also ich muss das ja sagen, den letzten, den du empfohlen hast, mit dem Zufluss da, Alter, mit den Schiffen, das ist ja einfach Comedy Gold. Ja, wir haben einen neuen, der ist spielt in einer ähnlichen Kategorie. Okay. Und zwar Andrew Camerata. Okay. Das ist ein sehr netter mit C, Camerata? Camerata, genau, das ist ein Ami. Und der hat eine Firma, die heißt Camerata Property Maintenance, also der ist Landschaftsgärtner quasi. Ja. Und da gibt es dann so einstündige Videos, die zum Beispiel heißen Fixing a Dozer, also ein Bulldozer reparierter, dann Moving a Rock Crusher, auch so eine halbe Stunde Video. Okay. Blasting a Pond, also da sprengt da gerade ein kleinen Wasserteich aus. Okay. Oder Recovering a Stuck Roller, also da hat da eine Weize irgendwo im Wald hängen geblieben, die holt er raus. Und solche Sachen passieren dann halt da. Also ist im Grunde wie Spin Tire als YouTube-Channel, oder? Was ist Spin Tire? Dieses russische, wo du mit schweren Kraftfahrzeugen durch Schlamm fährst und wenn ein Fahrzeug sich festsetzt, musst du es mit anderen schweren Fahrzeugen da rausholen. Nee, eigentlich schon stark auf Landschaftsgärtnerin, Landschaftsgärtner angelegt. Achso, er ist auch aktiv da am. Ja, klar, natürlich, ja. Ah, okay. Er hat ja die Firma, Camerata Property Maintenance. Ja, und er begleitet da seine Projekte mit der Kamera. Genau. Achso, okay. Und was findest du daran spannend so persönlich? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das gleiche wie bei Drain Addiction. Ja. Das ist halt so entspannt zu sehen, wie jemand einfach nur so, weißt du, Probleme löst und was schafft. Ja. Ja. Vielleicht soll ich auch mal eine Kopfkamera tragen. Du, ja, solltest du auf jeden Fall. Ja. So die ersten 30 Minuten des Tages einfach die Kamera komplett still auf einer Tasse, auf so einen Becher Kaffee. Ja. Ab und zu mal so nach links und rechts schaukeln, so im Kopf schüttelst. Ab und zu puste ich mal so rein. Ja. Ja. Dann so 20 Sekunden auf dem Arsch der Auszubildenden, dann so ganz schnell weg, wenn sie sich umdreht. Ja. Das ist mein Arbeitstag. Genau. Und jedes Video ist halt so ein Erfolgserlebnis. Weißt du, das ist auch das bei Drain Addiction zum Beispiel. Du siehst jedes Video, das hat er jetzt geschafft. Ja. Damit ist es fertig.
Ja. Weil die meisten, ich glaube, das kommt auch so gut an, weil die meisten Leute im Büro arbeiten. Ja. Und da siehst du nicht, was du schaffst. Das, ja. Deswegen und das macht die Leute halt fertig und deswegen schauen die sich in die Kamera an. Oder sie spielen den Landwirtschaftssimulator. Weil, genau, würde ja, da auch mal was schaffen. Das ist ein unglaublich hoher Absatz bei Leuten, die Bürojobs haben. Ja, spielt geil. Ja. Genau. Und ich glaube, das ist auch die Magie bei solchen Channels. Und Andrew Camerata, ich kann mir das gut angucken. Okay. Ja. Ist das ein Mexikaner? Nee. Okay. Er ist Amerikaner. Okay. Das heißt, die Firma ist Camerata Property Maintenance. Ah, okay. Aber der Name, zum der vierten Mal. Der Name, der hörte sich so mexikanisch an. Camerata. Nee, das ist auch eine USA-Flagge. Oder Argentinien. In seinem Banner. Ach so. Ja. Okay. Trägt auch immer so eine Windhose mit so amerikanischer Flagge. Genau. Ja. Ja. Wie der Taekwondo-Lehrer bei Napoleon Dynamite. Ja. Genau. Oh Mann, ey. Sonst noch was, das dich diese Woche... Nö. Wie findest du das, dass jetzt Insekten in Europa zugelassen wurden? In Nahrungsmitteln? Und, ja, finde ich gut. Und die Menschen auch wieder komplett... Ich fress doch keine Insekten! Nee, aber Schweineknochen, Alter. Gemeine Schweineknochen im... In der Nahrung, Alter. Ja, finde ich gut, dass Insekten als Nahrungsmittel zugelassen werden, finde ich. Dann vielleicht gehen die Preise dann runter. Ja, und vor allen Dingen. Für so Mehl oder so. Ja. Schöne Mehlschwitze mit. Ja. Klar, Haufen Proteine. Ja. Ist ja geil. Es schrieb einer, war so eine Grille aufgeteilt, so welche Teile besonders gut sind und so. Und dann schrieb ich nur zu, Grillen Sommer 2023 mal ganz wild. Und er dann so, ja, schön grillen mit den Jungs. Ey. Und heute postete einer ein Bild, jetzt ist das schon in meinem Supermarkt, die scheiß Insektenkacke. Und dann war halt in der Fleischabteilung über einem Kühlschrank halt grillen. Mhm. Ja. Also es ist, also ich glaube, da werden Männer in Deutschland noch eine ganze Weile drüber zu lachen haben. Aber ich finde das gut und es war ja auch schon oftmals ein Diskussionsthema in Fachkreisen, dass halt die Nutzung. In Fachkreisen? Nein, sorry, das, ja, dass halt Insektennutzung in der Nahrungsmittelproduktion eventuell auch bezüglich des Welthungers Fortschritte bringen könnte. Okay. Veganer jetzt natürlich komplett verwirrt. So, okay, Insekten, da haben wir jetzt noch nicht drüber geredet. So, ob das cool ist oder ob das nicht cool ist. So. Doch, haben sie schon drüber geredet. Ja? Ja, ja. Und? Zu welchem Konsens ist der Rat der Veganer gekommen, nachdem die Hälfte in Schwindsucht... Insekten sind genauso Lebewesen. Echt? Hast du schon mal so einen Scheiß... Also Marienkäfer sieht ja etwa aus, als wenn der... Irgendwie dann Plan. Ja, Nacktmulle sieht der irgendwie noch was aus. Nee, und deswegen. Nee, ja. Also ich finde auch nicht, dass Nacktmullen jetzt ein gutes Beispiel für relevantes Leben sind. Ich habe in einem Holländer, wo wir mit der Schule im holländischen Zoo waren, da gab es so einen unterirdischen Bereich. Da sind wir morgens rein, da war eine Wand, komplett Röhrensysteme mit Nacktmullen drin. Und in ein Rohr war ein Apfel gerollt. Und da war ein Nacktmull am dran nagen. Und als wir abends wiederkamen, lag er tot auf dem Rücken vor dem Apfel und hatte nur so ein Viertel rausgeknabbert bekommen. Hat sich einfach überfressen und ist gestorben. Und deswegen, also wer überfressen vor seiner Nahrung tot zusammenbricht, der ist für mich jetzt auch nicht relevant. So, Punkt. Aber ich habe überhaupt kein Problem mit Insekten. Also wenn es nicht asiatische Frauen sind, die sich Vogelspinnen in süß-saure Soße tunken und die dann genüsslich sich mit Stäbchen in den Mund schieben und dabei noch juicy und noch so den dicken Arsch der Spinne sich in den Mund schieben. Nee, das ist dann aber so fein gemahlen. Puh. Na, warum nicht? Also kaufst du dir auch Heuschreckenmehl?
Hey, und machst dir die in deinen Buletten mit rein. Wenn es soweit ist. Sind die ab jetzt zugelassen? Also du hast mir das gerade erzählt. Ach so, hast das gar nicht mitgekriegt. Nein, ach woher so, krass. Denn? Naja. Wo hast du das denn gelesen? Das war in den ganzen Nachrichten und so. Ja. Ja? Nee. Ja, aber ey, ich weiß nicht, wo ich das hören sollte oder lesen oder sehen sollte. So mein Alltag. Weiß ich nicht. Du bist den ganzen Tag im Internet unterwegs. Ja, aber ich informiere mich doch nicht über aktuelles Weltgeschehen. Nee, mach ich nicht. Oh Mann, ey. Hab ich ja nichts von. Du erzählst mir schon die wichtigen Sachen. Es kursierte diese Woche auch ein Video von zwei Auszubildenden in einer Kfz-Werkstatt. Und die sollten Luftloch im Reifen ausfindig machen. Dabei hat der eine das Rad gedreht und der andere mit einer Sprühflasche mit Spüli drin den Reifen besprüht, ja? Mhm. So. Der Witz war, dass da gar kein Innenfutter war. Also es war einfach nur die Ummantelung des Reifens. Und die rollten und sprühten und sprüh mal und hat schon ein Loch gefunden und beide halt komplett die Körperhaltung von wir sind einfach nicht für physische Arbeit gemacht. Und dann ich bin halt weggebrochen, als er gesagt hat, ja, hol mal die Gießkanne. Und dann hat er halt was in den Reifen gegossen. Und dann haben sie ihn so gedreht. Und jetzt war es von innen. Oh. Und darauf brach im Internet die Diskussion los. Ja, da werden Auszubildende vorgeführt und so, während sich der Ü40er weiße alte Geselle da schön einen drauf abwichst. Wahrscheinlich müssen die das 4-5 Mal am Tag über sich ergehen lassen. Ja, bis alle Jokes durch sind, Blinkerwassergetriebe sind. Warum ist mein Auto noch nicht fertig und du siehst so die Auszubildende mit deinem Reifen und so einer Sprühflasche über den. Vor allen Dingen das Geile war, der eine Auszubildende, der hat den Reifen nicht einfach vor sich stehend gedreht, sondern ist so ganz langsam durch die Halle damit gerollt, während der andere so drauf gesprüht hat. Da war keine Felge drin. Nein, war nichts drin. Kommt, okay. nur der Mantel. Und so, jetzt ist will ich von dir wissen, ist es Mobbing? Ja. Okay. Bis zur nächsten. Nee. aber also ich musste auch schon mal eine Ersatzwasserwaage, eine Ersatzblase für die Wasserwaage holen. Aber ja, ne? Ist Mobbing, ja. Ja, aber es ist nicht. Es fühlt sich nicht böse an, also nicht böswillig. 9 von 10 finden Mobbing. Ja, ist halt so. Ist halt, muss jeder für sich selber entscheiden, ob er sich jetzt schlecht dadurch fühlt. Musstest du sowas machen? Nee. Du warst immer schon. Musstest du mal Getriebesand holen? Nee. Bosch Lufthaken? Nee. Okay. Aber eine Blase für die Wasserwaage, eine neue. Eine Ersatzblase für die Wasserwaage. Ja, okay. Blinkerwasser auch nicht. Nee. Ja, in einem Malerbetrieb, Alter. Ja, das kann ja sein. Ja, nee. Ja, holen wir noch ein bisschen Blinkerwasser, geht bald leer wieder. Oder so, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall. Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich die beiden Typen da gesehen habe, das ist einfach so. Die haben es verdient. Nee, die haben es nicht verdient, aber die sehen halt auch so lustlos inzwischen alle aus, ey. So lustlos, dass sie es verdient hätten? Ja. Richtig schön, hier wieder den Land zu machen. Ja. So, ja, sehen Sie denn so lustlos? Also, würden Sie sagen, die beiden hätten es theoretisch verdient, weil sie so lustlos aussehen? Oder? Ja. Ja. Nee, wenn du die Körperhaltung siehst, nee, ich find gar nicht, dass die das verdient haben. Ich finde, die haben eine fristlose Kündigung verdient. Weil sowas kannst du doch nicht gebrauchen. Falsche Körperhaltung. Nein, weil die nicht aussehen als. Das ist ja heutzutage auch. Das sagen dir ja auch viele Kunden, dass es kaum noch Handwerker gibt, die Probleme lösen können. Also viele junge Gesellen können keine Probleme mehr lösen, weil die sich nicht mehr auskennen. Ja.
So, und das hattest du damals halt natürlich. Damals, die sind 10 Stunden auf der Baustelle gewesen und dann sind die nochmal 12 Stunden Schwarzarbeiten gefahren. Und danach haben die 2 Stunden Pause. Und 2 Stunden nach Hause gefahren. Ja, Pause. Nur um Brote zu schmieren für den nächsten Arbeitstag. Ja, so weißt du. Und zwischendurch mussten die auch noch ihre Kinder ignorieren und ihre Frauen schlagen. Also das war ein Fulltime-Job damals, Handwerker zu sein. Richtig anstrengend, ja. Ja, aber wenigstens konnten sie schön einmal in der Woche samstags mit dem Stammtisch die Sau rauslassen. Aber das ist halt das Krasse, dass du halt wirklich das Gefühl hast heutzutage, du hast bei Dienstleistungen wenig Leistung. Und die, weißt du, das ist halt das Problem, so auch dieses Mitdenken. Also das merke ich halt auch, wenn ich mit jüngeren Kollegen bei mir auf der Baustelle bin, so dieses Sehen von Arbeit und dieses Zeitmanagement, so das ist schwierig. Schwierig geworden. Und ich weiß ja nicht, wie du das so in den beruflichen Jahren, so du hast es ja sicherlich auch mitbekommen, dass manche Leute einfach die Arbeit ja nicht sehen. So, also die einfach aktiv. Die werden angeschrien und dann machen sie die Arbeit. Ja, und die dann halt, bei uns ist es dann eher so. Und wenn nicht, gehe ich zum Chef und sage, ey, guck mal, der da hinten kriegt das gleiche wie ich. Ich werde mich jetzt, wenn du daran jetzt nichts änderst, das. Nee, wirklich. Ich habe zu ihm gesagt, ich verhalte mich jetzt jeden Tag so wie er, bis sich was ändert. Dann ist der hingegangen, hat den zusammengefaltet. Ja, so. Und dann kündigen die Leute. Nein. Doch, bei uns denn, wenn... Na gut, du hast ja einen Job gemacht, was können muss. Ich habe bis jetzt so Versagerjobs gemacht, da können die Leute nicht kündigen, weil dann sitzen sie auf der Straße. Tamam, der versucht seit 4 Jahren seinen Führerschein zu machen. In den letzten Tagen sagt er diesmal aber richtig und hat hoffentlich nächste Woche seinen, also ich glaube schon 4 Lehrlinge sind an ihm vorbeigezogen, die viel später angefangen haben mit dem Führerschein. Und es ist ja, dauert nicht lange, einen Führerschein zu machen, tendenziell, wenn du halt anfängst und so. Aber er braucht den. Und jetzt haben wir wieder einen neuen Gesellen, der aber auch aus der Stadt kommt, wo Tamam herkommt. Und jetzt hat er der Hund wieder jemanden, der ihn morgens und abends mitnimmt, weißt du? Der hat halt mehr Glück als Verstand, so. Warum fährt er mal durch? Weil er mit dem Ellenbogen aus dem Fenster mal fährt und das er einfach nur lassen weil die, kann? Weil die mehrere Sprachen aus den Länderdreieck da anbieten, aber nicht die er kann. Okay. Ja. Ich, so, ja, ich dachte, weil er sein Goldkettchen immer auf dem Lenkrad legt und nicht so richtig. Nee, ich habe nur zu ihm gesagt, wie wär's denn mal mit Deutsch? Ja. Ja, auch. Er sagte, ich habe mir im Iran, wo ich bei meiner Mutter war, ein Buch, ein Motivationsbuch. Ich so, ja, für was denn? Ja, für Arbeit, Leben, alles. Ja, und das ist auf Persisch geschrieben. Ich so, ja, gibt's das nicht auch auf Deutsch? Also, wieso? Ich so, ja, guck doch mal auf einmal, was es auf Deutsch gibt. Ich so, ist es nicht für dich? Also ist es nicht doppelt gut für dich? Erstens, du lernst Deutsch und zweitens, du wirst motiviert. Kauf dir doch mal ein Buch, das dich dazu motiviert, Deutsch zu lernen. So, weißt du, ich finde das, wenn der nur halt, ich finde das halt so kompliziert. Es ist natürlich bequem, immer in der Sprache, die man kann, zu lesen. Aber wenn du irgendwo leben willst, dann solltest du dir auch Bubble installieren und halt ein bisschen die Sprache. Aber ich würde jetzt nicht beim Motivationsbuch anfangen. Nee. Weil der braucht ja erstmal, um die Motivation zu kriegen, um Deutsch zu lernen. Das stimmt. Ja. Ich meine, also er kann ja Deutsch, aber es ist halt, lesen ist halt schwierig. Und er kann halt auch kein Englisch. Ja, und dann wird's beim Führerschein und ich wüsste nicht mal den Sinn hinter den Fragen und ich kann Deutsch. Also, das ist echt schwierig. Also, ich kann den Struggle dahinter verstehen, das sage ich auch unserem Chef immer. Aber unser Chef sagt dann immer, nee, ich aber nicht. Und der kriegt auch keinen Cent mehr, bevor der keinen Führerschein hat. Warum soll der so viel kriegen wie ihr, wenn er nicht die Qualifikationen hat? Hat er einen Punkt? Hat er einen Punkt. Als Handwerker.
Und das ist halt auch immer umständlich, weißt du, man muss ihn zur Baustelle fahren, muss man ihm Sachen dahin bringen und ihn abends abholen und das ist halt nicht unsere Aufgabe, ne, ihn seinen Arsch hinterher zu tragen. Und deswegen, und ich glaube, Tamam würde nicht mit einem Reifen durch die Halle rollen und gucken, ob da, also weil der hat's auch gemerkt, ich habe ihm das Video gezeigt. Und der hat sofort angefangen zu lachen und hat sich dann so wie sie es Afghanen halt machen, sich immer in die Hände geschlagen und komplett eskaliert beim Lachen. Ja, das können die. Schön, die können sich wirklich schön schadensfroh über Sachen freuen. Also so mit so einer Lebensfreude, die wir Deutschen nicht haben. Ja. Wo man sich auch mit viel Lebensfreude drüber freuen kann und sich in die Hände schlagen kann und sich richtig afghanisch drüber freuen kann. Ist unsere Playlist Interieur fürs Gehör, auf die wir jede Woche 2 Lieder packen, zu denen ihr dann gefühlvollen Analsex haben könnt. Bob, ja? Welches Lied packst du diese Woche drauf? Ist gut, dass du Analsex sagst. Ach, geil. Weil ich pack Dirty Back Road. Okay. Von den B-52s auf die Playlist. Okay. Ja. Ich wollte ja die Klassiker wieder aufleben lassen. Hast du mich letztes Mal dran erinnert wieder? Ja. Ja, genau. Und deswegen so B-52s. Und welche Richtung erwartet uns? Ich glaube, das ist Indie-Pop, bevor es Indie-Pop gab. Oh. Darfst du noch Indie-Rock machen, wenn du zu einem großen Label gehörst? Zu einem Major-Label? Wenn du angefangen hast. Okay. Ja. Aber Indie-Pop, Indie-Rock und so weiter, das definiert sich doch darüber, dass die freischaffende Künstler sind, oder? Freischaffende Künstler. Also nee, dass sie nicht kein so ein großes Mainstream Label sind. Ja, dass die keinen großen Label untergeordnet sind. Nee, eigentlich, dass die nicht so Mainstream sind. Ach so, ich dachte, Independent bedeutet immer, dass du keinem... Unabhängig heißt es ja. 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 Hm. Ja. Ja. Genau, B-52s, Dirty Back Road. Ja. Hammer Song. Ja? Ja, voll. Kenne ich den, wenn ich ihn höre? Sagt mir gerade. Keine Ahnung. Du kennst einen Song von den B-52s, das ist Rock Lobster. Ach, ja. Ja. Oder Love Shack. Oh. Ja. Dann, ja. Dirty Back Road. Ist krasser. Ja, okay. Ja, aber das ist wahrscheinlich kein so ein Klassiker, den man dann so auf Radio. Also ja, ich wohne in Brandenburg, ich krieg Berliner Radios rein, aber ja. Ja, das ist aber das ist eine andere Klänge. Kann sein, dass du den kennst. Ich bin ja diese Woche durch Hotel Matze auf very late to the party auf Nina Tuba gestoßen. Und du bist ja viel auf TikTok, ne? Geht, ja. Und du hast du diesen Hype um Wildberry Lillet mitgekriegt? Nee, du hast irgendwas mal über Wildberry Lillet gesagt. Nee, das habe ich nur, weil ich den auf der Hochzeit meines Chefs getrunken habe. So, okay. Der Hochzeit deiner Schwester? Hochzeit meines Chefs. Ach so, okay. Ja. Ich weiß nicht schon wieder, warum ich nicht eingeladen wurde. Nee. Bist ja wahrscheinlich Bräutigam. Nein. Zwangshochzeit, Alter. Ja, heiratet jetzt. Auf dem Pickup-Truck. Ja. Schön tätowierte Ü40erin. Ja. Du kannst sie dann schon auf die Schulter dir setzen. Du hast dann so ein bisschen oberkörperfrei und Latzhose mit nur einem funktionierenden Halter. Ey, bei mir ist der Halter bei der Latzhose kaputt gegangen, seitdem trage ich sie nicht mehr. Oh, geht schade. Nur noch Halter, aber ich möchte die aussehen wie ein Hillbilly. Schön so ein Kornhalm im Mund. Seitdem trage ich immer Jogginghose auf Arbeit. Ey, Updates. Ja, ist halt gemütlicher, ne? Ja.
Ja. Nee, auf jeden Fall. Hast du dann drauf? Ach so, ja, auf jeden Fall bin ich durch Hotel Matze auf diese Nina Chuba gekommen. Das ist, die hat auch mit Kummer nochmal einen, der letzte Song nochmal gemacht gehabt. Und die, ich habe mich dann so ein bisschen, also erstmal hatte ich mir halt dieses Wildberry-Lilay angehört und dann bin ich so ein bisschen auf der Musik hängen geblieben. Und die hatte jetzt vor kurzem zwei neue Singles, Fieber und Glatteis. Und ich finde das schon cool. Also ich finde das schon cool. Ist nicht meine Ziel. Also ich glaube nicht, ich glaube, ich bin sowas noch nicht die Zielgruppe, aber ich finde es schon cool, dass wir sowas Billie Eilish-Hip-Hop. Ich bin gespannt. Geschissel haben hier in Deutschland. So, ich glaube, es ist für junge Mädchen ist es richtig, richtig coole Musik. Ja, und deshalb packst du Fieber auf die Playlist. Nee. wollte ich nur mal sagen. Draufpacken wollte ich, weil wir da noch nichts von haben. Und ich habe so ein bisschen durch die Alben wieder gehört. Von City in Color. Und da haben wir noch nichts auf der Playlist. Und ich finde, das wäre eine Schande, wenn da nicht endlich mal was von draufkommt. Und ich war am Hin und Her überlegen, der hat jetzt auch vor kurzem zwei neue Singles veröffentlicht, Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres. Die sind okay und könnte ein interessantes Album werden, aber beim Durchhören der Alben habe ich schon gemerkt, dass If I Should Go Before You schon sein krassestes Album ist. Ist auf jeden Fall am krassesten produziert. Ja, und es hat einfach so eine krasse Qualitätsdichte. So, das ist wirklich, wirklich, also wenig Filler-Songs drauf. Und ich war erst am Überlegen, ja, bist jetzt edgy, bla bla bla. Nee, ich pack von City in Color Map of the World drauf, weil das einfach ein wunderschönes Lied ist. Also wirklich. Das ist das mit den wenigsten Aufrufen auf den Album. Natürlich bist du edgy. Fuck! Und das ist mir schon in. Nein, ich habe nicht mal. Ich habe nicht danach geguckt, welches jetzt weniger. Ich empfinde einfach, es ist das schönste Lied vom Album. Und ich habe auch das Gefühl, dass das schon so, das lief auch irgendwo mal auf irgendeinem Radiosender. Und da dachte ich so, ja, das bestimmt wird ja. Das ist auch das Kürzeste. Ja? Ja. Ich war auch auf der Tour, wo er das Album released hatte. Da war ich live dabei. Nur mal so als kleine Anekdote. Ja, tatsächlich. Ja. Oh, krass. Ja. Dresden 45, ich war dabei. Ja. Ja, ernsthaft? Warst du dabei? Ja, hat er, hat das so aus seiner dreckigen Schlipper rausgezogen und gesagt, hier. Und hat so in die Massen geschmissen und sofort haben alle ihre Discmans rausgeholt. Nee, der hat sogar einen aus dem Publikum rausgeschmissen. Krass. Aber ich finde langsam, es gibt ja immer dann zu neuen Promophasen, gibt es ja dann auch immer so neue Fotos und der hat jetzt halt lange Haare und einen Vollbart. Und das passt halt so zu seiner Stimme sieht es halt richtig weird aus. Also wenn man so seine Stimme mit den Bildern in. Aber trotzdem cooler Style so. Aber sieht halt ein bisschen aus wie der Weihnachtsmann. Ja. Der coole, einfühlsame Weihnachtsmann. Ja, City in Color, Map to the Stars von Map of the World, Map to the Stars. Oh Gott. Das ist doch garantiert wieder irgendwas bei Starlight Express oder so. Map of the World von City in Color von mir. Geil. City in Color, gute diese. Ja, gut. Daumen hoch. Ja. Schon Pläne für die kommende Woche? Klar, arbeiten. Sehr gut. Ja. Ja. Ich habe heute auch so einen Drei-Bilder-Comic gesehen, wo er immer auf ein Buch guckt, dann das Buch aufschlägt und dann so hoch guckt. Und dann stand da drauf, how you make money. Dann macht das auf, work. Und dann so guckt er so hoch und Tränen so aus den Augen. Ja, ist einfach so. Mach. Entweder ihr seid ein Naturtalent und könnt irgendwas gut und dann macht was draus. Naturtalente gibt's nicht. Eure Träume sind alle eine Illusion. Ihr werdet alle einsam und alleine sterben. Geil. glaubst du, dass es Schwimmer und Ertrinker gibt? So? Also, dass es Leute gibt, die einfach sowohl den Swag als auch das Talent haben, um erfolgreich zu werden und manche, die zwar so ganz okay sind, aber halt nie so gut sind und es dann auch gar nicht erst versuchen? Ja, Knossi zum Beispiel.
Knossi will mit 14 Rente, ne? Ja, klar, kann er auch. Ey, warum kann ich Montana Black für ihn in Rente gehen und Knossi? Ey, ich finde Knossi inzwischen echt sympathisch. Montana Black kann nicht so früh ins Rente gehen, weil er ein Spielproblem. Scheiße. Ja. Ah. Der muss halt. Ja. Hätte man auch nicht denken können, ja, dass wenn man so viel Glücksspiel macht, dass man irgendwann süchtig wird. Ja. Ja. Aber ich war auch diese Woche ein bisschen enttäuscht. Ich habe ja die letzten drei Wochen immer beim Euro-Jackpot das kurz klingeln lassen. Und jetzt habe ich diese Woche, da gehst du schon mit so einer Arroganz rein und denkst dir, na, wie viel gewinne ich diese Woche? Nix hat er gewonnen. Nix. Ja, und da denkt man doch schon, na, kaufe ich vielleicht doch noch ein Los mehr. Also mir hat jemand gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist, dass man gewinnt bei den ersten drei Losen. Danach ist die Wahrscheinlichkeit so gering, dass man es nicht mehr machen braucht. Ich habe bis jetzt zwei Lose gekauft. Von was? Hier Lotto. Ach so, nee, ich habe ich habe immer mal bei Eurojackpot, mein Vater spielt ja immer die gleichen Zahlen und ich gewinne halt regelmäßig mal so 35 Euro bis 60 Euro, ne, aber ist halt noch nicht, also ich würde mich schon über so 100.000 würde ich mich schon freuen. Ja, ich auch. Ne? Dann würde ich dir so einen Brief mit Antrags schicken. Geil. Dann würde ich deine Bude leer räumen. Ja. Da kannst du die Serverkosten für den Podcast für die nächsten 10 Jahre übernehmen. Das würde mir schon reichen. Und wenn du so vor der Webcam so tot zusammenbrichst. Das war teuer. Wenn du so tot vor der Kamera durch das Antrag zusammenbrichst, dann rufe ich meine Schwester ins Zimmer, sag ihr, warte mal, renn aus dem Zimmer, fahr mit dem Auto zu dir. Und nur für den Joke, dass sie sieht, wie ich in dein Zimmer komme und alles leer räume, 3 Stunden später. Okay. Ja, oh Mann, ey. Nee, dich würde ich als letztes töten. Aber auch nur, wenn es darum geht, was zu essen zu kriegen. Okay. Also ich, ja. Würdest du mich essen? Im Notfall, wenn wir beide verschüttet werden im Schnee? Ja. Du hast ja immer dein Opinel dabei, könntest das Fett vom, das ist wahrscheinlich richtig zart, nee, mein Fleisch. Würde ich, glaube ich, machen. Ja? Ja. Was würdest du zuerst essen, meinen Penis? Da du Maler bist, dein Nacken ist wahrscheinlich. Oh. Willst du nicht das Beste zum Schluss? Nee, ich kann es ja nicht frisch halten. Ja. Wir sind im Schnee, du könntest. Ach so, na denn, ja, denn trotzdem würde ich mit dem Nacken erstmal anfangen. Ja, erstmal dran. Heute gönne ich mir mal schönen Nackensteak. Ich glaube, wenn er ganz Tag die Arme so nach oben hat und die Ecken so und dann den Kopf noch hoch, da ist so richtig, das so richtige, da sind so richtige schöne dicke, noch richtig durchzogenes Fleisch, Alter. Schön, wo kriege ich jetzt Zwiebeln, ne? So. Die Füße noch abraspeln für ein bisschen Käsegeschmack. Oh, lecker, Parmesan. Parmesan. Ich will dieses Jahr mal zur Massage. Ja, ich auch. Was würdest du mir empfehlen? Ich war noch nie bei der Massage. Was würdest du empfehlen? Medizinische oder Entspannungsmassage? Ich würde einen Chiropraktiker empfehlen. Jetzt komm hier nicht wieder mit deinen französischen Fremdwörtern. Okay. Ein Chiropraktiker, ist das nicht der dich einrenkt, so wie Tamahanken? Hm, genau, ja. Aber ich bin ja kein Pferd. Ja, deswegen gehst du auch nicht zu Tamanken. Gott hab ihn selig. Nee. Oh Gott hat ihn selig, Alter. Der renkt jetzt Hitler das Rückgrat. Dem Teufel die Hufe. Sie sind ganz schön verspannt, mein Führer. Ja. Du wieder. Du doch mal 45 Jahre mit dem Stock im Arsch. Ja. So. Nochmal Hitler gedisst. Ja, wir hoffen, ihr kriegt auch einen guten Stock in den Arsch diese Woche. Ja, natürlich. Ich hoffe sowas nicht. Nee? Nee. Wünsche unseren ZuhörerInnen nicht schön gepflegten Stock in den Arsch? Nein, ich wünsche ihnen gar nichts. Nee, nichts Gutes, nichts Schlechtes. Ich wünsche euch, dass ihr mein GitHub findet, auf mein Ko-fi geht und mir was spendet, weil ich brauche Geld. Dein was hab auf wo? Ja, genau. Also, mach doch rein, mal einen Patreon, Alter. Lass mich du doch mal was Patreon machen. Ich. Also hatten wir das abgesprochen? Ja? Dass du einen Text fertig machst für Patreon. Das hast du geträumt. Okay. Ach so, ja, ein Text für Patreon. Ja klar, ich mache mich sofort an die Arbeit. Also dann, Leute, seid fleißig, bringt ein bisschen Kohle in die Rentenkasse. Es wird eng.
Genau. Bis zur nächsten Woche. Haut rein. Tschüss. Ciao.